Einmal Reeperbahn. So, jetzt wisst ihr, wo ich bin. Und gleich beim Burger King rechts ab. Ich habe Angst, dass ich hier, ne? Ihr habt nur ganz kurz gesehen, was abgeht. Burger King rechts ab. Kann ich da gleich rechts abfahren? Ich hoffe es. Ich bin da auch nicht so gut drin im Autofahren. Versteht ihr? Chris P, falls ihr das seht, ey, ich bin sofort da. Hier ist auf einmal, hat sich Verkehr aufgebaut. Das konnte man nicht wissen. Da ist der Burger King. Wie kann ich da reinfahren? Ist das hier nicht so eine Abbiegestraße doch, oder? Muss da irgendwie gehen. Ich mach das einfach. Zur Not bin ich Lieferant. Weiß doch keiner. Lieferant des Glücks. Auf einmal. Eria, auf einmal. Was ist denn los? Moin, Pittilein. Blobis minus 10 Euro. Geld macht viel gut im... Blobis. Blobis hat 10 Euro... Ihr habt schon gemerkt? Bei Donus gibt es hier Sprache. Bei Donus gibt es Sprache. Dankeschön, Blobis. Wusste ich gar nicht, dass das funktioniert. Ist gerade ein neues Feature für mich. Geil. Danke für den Zehner. So, hier kann ich rechts ab. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob wir die hier finden. Also, ich bin jetzt beim Burger King. Ich glaube, hier ist irgendwo die Herbertstraße. Ganz genau weiß man das nie. Also, man sollte niemals zugeben, dass man weiß, wo das ist. Aber... hier in der Nähe müsste es sein. Wir gucken mal. Jetzt an der Pilzbörse. Nichts ist los. Bin nur glücklich, hier zu sein. Ja, das ist doch gut. Das ist doch gut. Aber drehe ich da die Kamera nach vorne? Ja, ne? Hier ist auf jeden Fall fast gar kein Verkehr. Hier ist sie noch nicht. Guck mal, da ist sie. Da ist die Anhalter. Ich drehe mal die Kamera. Moment. Ich drehe die Kamera um. Hier, da, guck mal, wer da ist. Guck mal, da ist er. Da. Alter. Na, komm mal rein hier. Hey. Na? Wir können alle kuscheln, oder was? Ja, klar, komm rein hier. Ey, sag mal, wozu... Hier. Hast du keinen Weitwinkel? Doch. Wurdest du schon mal angehalten von der Polizei, ob du Crack verkaufst mit dem Bus? Grüß dich mal. Ja, klar. Ja, echt? Ja, klar. Oder mit? Nee, vom Zoll. Vom Zoll? Nicht von der Polizei. Grüß dich, Mann. Pi, ey. Schaut mal hier, Leute. Aber wir passen alle schau mal hier vor. Doch, ihr seid drauf. Alter, was ist das denn? Aber wir müssen doch alle drei. Ja, wir können die Kamera auch, pass auf, wir können auch so anders machen. Damit wir so groß sind. Pass auf, guck mal, es gibt ja hier. Action. Dann haben wir hier den Chef. Nehmen wir 0,5. Dreh ich die um. Ey, du bist so swag, Alter. Warte, ich muss nicht aber rausgehen. Ja. Das Bild zu checken. Ey, meine Mutter, okay. Meine Mutti guckt zu, ne? Echt? Ja, nein. Doch. Ich geh jetzt raus und check das Bild. Ja, oh, ja, mach mal. Ja. Fahr los. Ne. Warte. Leg dein Skate-Tag mal dahin. Was brauchst du noch? Brauchst du jemanden? Hallo Chat, wie geht's dir? Hier kannst du lesen, ne? Ja, geil. Deine Technik sicher. Wollt ihr einen Big Tasty? Bring mir einen Big Tasty hier ohne Tomaten. Die schmecken ja immer so gut. Bisschen Crack. Ja, bisschen Crack ist krasser. So, ich mach das jetzt wie in diesen Videos, die ich von Freunden. Ja, super. In diesen Videos, die ich von Freunden kenne. Das Bild ist viel besser so. Ja, aber du brauchst jetzt präsenter. Also erstmal das Album. Ich mach Motor direkt aus. Ja, genau. Ja, das Album. Das ist übrigens Nummer 1 Album. Musst du extrem vorsichtig damit sein. Oder? Das heißt, es gibt nur eins. Das ist unangenehm, aber mir gefällt. Ja, Hammer. Dankeschön. Nehme ich an. Ist das eigentlich? Ich muss das. Leute, wir stehen wirklich vorm Eingang der Herbertstraße. Ich glaube, es ist absolut der schlechteste Ort, länger hier zu verweilen mit dem Sprinter. Aber es ist egal. Beste. Nee. Es sei denn, es ist rich. Wir haben uns auch noch gute Zeit vertrieben. Ja, guck mal. Aber es sollen viele Schaufenster leer sein, habe ich gesagt. Also, es tut uns leid, dass unsere Gesichter draußen. Nein, darf ich das mal? Ja, ey, natürlich. Das ist unfassbar. Als ich das eben schon von Weitem gesehen habe, ich kann ja meine Gefühle nicht mehr so zeigen, seitdem ich hier vor der Kamera sitze, weißt du? Okay. Aber das ist unfassbar geil. Ich krieg wirklich, wie soll ich sagen? Wenn ihr damit jetzt auch noch, stellt euch vor, es klappt jetzt alles. Alles klappt, ja? ESC läuft, dann ne?
Kommt ihr da auch noch mit? Da reden wir gleich drüber. Und du fährst dann auch noch mit dem Lord of Lost. Und ich fahre dann mit den absoluten Super-Promis durch die Gegend. Und weißt du, weißt, und hol die gerade vom Bunsen ab. Hier. Das war die schönste Geschichte. Na, Pio und ich fahren immer zusammen in die Herbertstraße. Aber nicht zu irgendwelchen Frauen, sondern wir bummen. Richtig. Wir haben da unser eigenes Schaufenster. Wo packe ich das hin? Das muss irgendwo. Ich habe hier keinen Ort. Nee, hier vorne rein. Dann weißt du, wie diese Trucker. Da steht dann so Gabi oder so vorne. Ja, Rüdiger. Mach vorne. Also bei dir. Herrlich. Pass auf, dann machen wir, aber ja, falls der Zoll kommt, damit die Bescheid wissen. Achtung, ist Nummer 1 Album. Genau, damit die wissen, was Bescheid ist. Es ist wirklich schön, aber dass du Nasenbluten hast, das finde ich nicht gut. Ja, das ist leider einfach so passiert. Ja, glaube ich. Jetzt vorher den Kopf gestoßen. Das Ding ist, ich musste während des Fotoshoots so doll pinkeln die ganze Zeit. Und ich hatte aber so eine enge Hose an und irgendwie musste da der Druck raus. Und dann kam halt Blut aus der Nase. Das ist unangenehm. Chat, was sagt ihr dazu? Eine kleine Vinyl. Nein, was kosten die Jungs denn? Wir machen einen guten Preis. Chat, könnt ihr mal einmal beweisen, dass ihr da seid? Also ich brauche mal so ein bisschen eine Bewegung im Chat. Einmal kurz irgendwie ein Herz oder eine Flamme. Was macht man denn so cool? Oder irgendwie Pulver? Oder Blut und Glitzer. Ja, diese Pommesgabel. Sowas. Guck mal, ist da jetzt was. Ja, hier, alles klar. Was ist da denn alles? Herzchen. Alles. Brennende Herzen. Heiß. Krogi hat Angst, dass sein Standort auffällig wird. Eigentlich nicht. Ich finde es richtig. Ja, außerdem habe ich Angst, dass erstens Zutritt für Jugendliche unter 18 verboten. Das schockiert mich schon. Ja. Und auch für Frauen. Ja. Beides Glück für mich. Das ist irgendwie. Also Slenderwoman_97 schreibt, die beiden sind total erfrischend. Erfrischend? Das weißt du nicht. Das ist eins der nettesten Komplimente. Ja, total. Ja, genau. Pass auf, wir fahren jetzt los. Okay. Kannst du denn schon fahren? Ja, ich kann fahren. Ich mache jetzt die Vorstellung. Das war jetzt privat noch. Okay. Und jetzt mache ich die Vorstellung. Okay. Wann gehen wir denn online? Wir sind jetzt schon online. Okay, geil. Also erst einmal, Leute, herzlich willkommen. Wir sind wieder unterwegs mit, wir meine ich, das Krogis Talent Taxi. Ihr wisst gar nicht, was das bedeutet. Nein, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich weiß, wird gut. Und zwar, pass auf, es gibt den sogenannten Mobilitätspartner von mir. Das sind die GTÜ hier. Weißt du, die machen Prüfungen. So, es ist einfach für das Auto, dass das wieder fährt. Und die bringen mich auf die Straße. Und die wollen immer gute Leute dabei haben. Und heute sind Pi und Chris von Lord of Lost dabei. Und es ist einfach geil. Und wir fahren Auto durch Hamburg. Aber ich muss nicht ein Motor reparieren. Doch, du musst Öl wechseln. Schön Öl wechseln. Willst du das Auto noch benutzen? Ich war doch gerade Öl wechselt in der Herbertstraße. Ich weiß es doch. So anschnallen. Ja, ich bin angeschnallt. Wir sind hier jetzt ja gerade in der Hafennähe. Wollen wir mal erstmal hier, weiß nicht, Hafen City oder so? Ja, machen wir mal. Fahr einfach mal los. Wo grün ist, fährst du rüber. Weißt du was, Krogmann? Ja. Ich habe mir überlegt, weil demnächst kommen ja, wenn man beim ESC vorentscheidet, dann kommen ja auch irgendwann diese ganzen Bild-Zeitungsartikel, weil die anfangen in der Vergangenheit rumzugraben. Mhm. Deshalb dachte ich, nehme ich eine Sache vorweg und ich verrate jetzt ein Geheimnis. Du kennst es schon. Ja. Du kennst es sowieso. Ich muss, aber warte, das Hörberstein müssen wir weiter. Weil jetzt kommt was raus. Machst du das wirklich jetzt? Ja, ich mach das jetzt. Und ein paar haben es vielleicht auch schon rausgefunden. Aber ich sag's jetzt einfach, bevor die Bild-Zeitung das schreibt. du und ich, wir haben den gleichen Nachnamen. Bruder. Ja, genau. Bruder! Seid ihr? Oh, er hat Bruder gesagt. Ich bin nämlich auch ein Krogmann. Aber ich bin nicht Michael Krogmann. Nee, du bist nicht. Ich bin Christian Krogmann. Der hat's nicht gemacht, was ist das denn bitte? Ja, ich hab's. Krass. Was ist denn mit dir los? Das ist halt, du weißt doch, wie es ist. Die fangen an zu graben und morgen, sonst steht's in der Mopo irgendwann. Und ich dachte, ich mach das einfach vorher. Und ich dachte, das wäre das krasseste Geheimnis, was du so hast. Also ist auch eines der krassen. Jetzt können die alle ihre Artikel wieder verwerfen, die sie im Anschlag haben. Alle so geil. Wir schauen mal, wie lange das dauert, bis es bei Wikipedia steht. Eine halbe Stunde. Nee, 5 Minuten. Ja. 5 Minuten. Genau. Leute, schreibt das genau, rein. Nee, ich bin nicht Michael Krogmann, ich bin Christian Krogmann. Kann auch Krogmann sein. Und Harms ist der Mädchenname meiner Mutter. Das heißt, das ist auch kein ausgedachter, ich versuche mal so einen coolen Künstlername mir zu holen, sondern Harms. Und ich kann euch erzählen, es gibt mehrere Gründe, warum ich das gemacht habe. Der Hauptgrund ist tatsächlich, Christian Krogmann ist ein so dummer Künstlername. Das stimmt. Und krasse Christian Krogmann. Ja, und Chris Harms ist halt so. Aber Christian Krogsmann. Wollen wir Krogs rausbringen? Als Merchandise, wir beide? Krogs. Mit Mr. Cracker und Christian Krogsmann. Krogs, wäre das Brausepulver oder so? Ja, oder
Ja, aber jetzt weißt du Bescheid. Hammer, ey. Also Leute, krasse Story. Alle wissen Bescheid. Wikipedia ist schon geändert, schreibt sich der Chat das tatsächlich. Das war eh klar, dass das sehr... Ich glaube, dass Leute auch schon darauf geiern, wenn du irgendwo bist oder ihr beide irgendwo seid oder Lotto Lost. Ich will uns mal sehen. Ich gehe jetzt mal auf Twitch. Geh mal drauf. Und guck mal. Aber du kannst doch, aber soll jetzt auch, du hast gesagt, eine Viertelstunde müssen wir noch. Und du kannst auch hier einfach wieder rauslassen jetzt. Ja. Wir müssen auch los jetzt. So, das war die Story. War, danke. Pi und Chris, wie immer sympathisch. Immer, wie immer auf dem Boden geblieben. Boden der Tatsachen. Ah, da sind wir ja. Auf dem Boden geblieben. Leute, ich wollte mich eigentlich mit Chris treffen am Wochenende. Und dann ich sag das jetzt einfach mal, ne? Ja, ja. Dann sagt er mir, ja, du, klappt gerade nicht ganz so gut. Hier die Blümchen und der Lotto King Karl, die brauchen noch ein bisschen Zeit. So, dann hab ich gedacht, bin ich hier Zertrigo oder was, Chris? Was ist da los? Ja, ja. Ja, ist aber so. Ist so. Aber habe ich dann auch akzeptiert. Musste mich dann auch selber erden. Weil wenn weißt du musst einfach mal überlegen, also B kommt ja vorm Z. Ja, das ist richtig. Blümchen. Ja, so, also deshalb, was soll man da machen? Nee, aber vielleicht kriegen wir das ja noch in der laufenden Woche noch hin, dass wir einmal zusammen das schön. Mucke ballern. Aber dann lass uns doch mal kurz, ich hoffe, also der Chat wird... lustig aus. Sieht super aus. Aber die Kamera muss gedreht werden. Ich will dann... Nee, ich will das. Muss ein bisschen in deine Richtung. Das ja, ich will, ja, eigentlich will ich gar nicht so viel drauf. Aber du willst. So, ja, nee, will ich nicht. Nee, ganz ehrlich, weißt du, ich finde das immer schön. Ich finde das auch. Bei Gästen, ich möchte immer, dass die Gäste strahlen. Verstehst du das? Ja, aber dann hört man immer so einen Typ aus dem Off irgendwie. Die Stimme aus dem Off. Bla, bla, bla. Ja, bla, bla, bla. Ja, man sieht dich ja, man was hat euch denn inspiriert, diese Lieder zu schreiben? Man sieht auch deine Jacke und so. Was hat euch denn inspiriert? Hä? Wo kriegt ihr denn mal die Inspiration her? Solche Journalistenfragen kann man ja mal stellen. Genau. Wo kommt das denn her? Genau, Blut und Glitzer. Was soll das denn bedeuten? Nee, du solltest was stellen wie... Wie habt ihr euch denn so gegründet? Ja. Das will ich nicht wissen. Okay. Diese Castingshows kennen wir alle. Wie schreibt ihr Aber Songs? Seit wann kennen wir uns? 2005? Wow. Wir beide? 7, 8, 9? Also, no offense, aber ich glaube, wir kennen uns ein Jahr länger, als du Pi kennst. Glaube ich. Ein Jahr. Wir kennen uns seit 2013. Ja, achso, dann kennen wir uns auch. Kennen wir uns länger, dann kennen wir uns länger. So. Ja, weil das hätte ich jetzt auch gedacht. Aber ganz ehrlich, Chris, also das muss ich jetzt dazu sagen, Chris war mein Dozent. Und wir beide, ich weiß nicht, wie es für dich war früher, ja? Aber ich habe immer was gespürt zwischen uns. Ich habe immer gemerkt, dass wir eine ganz besondere Beziehung haben. Ich hab zwischen uns immer so eine eisige Kälte gespürt. Ja, genau. So, aber ich habe das halt anders interpretiert, weil ich bin Optimist. Weißt du? Ja, genau. Ich mal das mir schön. Das ist so, wenn der Pessimist zum Optimisten sagt, schlimmer geht's nicht, und der Optimist sagt, doch. Ja, so ist es für mich gewesen. Nee, wir haben uns aber immer super verstanden. Tatsächlich, ja. Und das war geil. Wir sind ja auch tatsächlich nach deinem Tontechnikstudium auch in Kontakt geblieben, wie man ja sieht. Wie man sieht. Gerade, ja. Weil Familie verbindet. Du weißt ja, die Bäckerei lief nicht immer gut. Ja. Weißt du es doch. Aber du bist Musiker geworden, das ist in Ordnung. Ja. Zu mir hat Vater ja immer gesagt... Deshalb habe ich auch heute Zeit, weil ich Musiker bin. Musik ist brotlos, wissen wir alle. Richtig. Mach das nicht. Aber du hast es ja nicht studiert, oder? Hast du Musik noch studiert? Nee, ne? Nee, ich hab's angefangen mal tatsächlich. Wirklich? So richtig klassisch Cello und so. Aber das war nichts. Ich habe dann gemerkt, ich möchte kein subventionierter Covermusiker werden. Und hab's dann gelassen. Klar, aber Pi, hast du irgendwie... was anders machen mit Musik? Nee, das war auch das Tontechnikstudium. Ja. Chris war auch mein Dozent. Und du warst auch mein Dozent. Können wir kurz mal die Anwesenheitsliste machen? Ja, ich bin da. Ja, stopp. Aber das war eine gute Zeit. Das war super. Und ganz ehrlich, wenn daraus sowas sich entwickelt, ist doch Hammer. Also, wie auch immer. Also jetzt. Was meinst du jetzt mit sowas? Naja, guck dich mal an. Sowas? Guck dich mal an. Du hast. Ich guck mich du bist mal voll an. Rich, ey. Du hast voll die reichen Zähne, ey. Kurz angucken. Ja, doch, stimmt. Hast du recht. Voll rich. Nee, wenn da sowas draus wird, ist das. Aber dann lass es mal einmal kurz. So ein bisschen triggert mich ja der Duftbaum. Das ist. Ja, warum hast du den weg, hier? Dann mach weg. Frag mich mal, wie mich der triggert, weil der ist vor meiner Nase. Ja, dann mach den doch weg. So, dann lass es mal einmal kurz. Wir fahren mal ans Wasser gleich. Ja. Wir sind gerade in der Hafen City. Aber Moin, ihr lieben Krogma 3 Virtual Hook. Moin, ihr lieben Krogma 3 Virtual Hook. Jetzt hast du einen Virtual Hook. Was genau? Die Maschinen. Da hat jemand. Es war jemand sehr wichtig, das mitzuteilen. Und hat hier eine Sprachspende reingegeben. Was? Ach, das war hier. Ja. Wirklich. Das war jemand aus dem Chat. Würdet guck mich nicht so böse an. Das ist die Realität. Nein, oh Gott. Würdet ihr gerne mal in der Elbphilharmonie spielen?
Ja, schon. Aber ach, das gestaltet sich schwierig. Die Elbphilharmonie hat da eine ganz, ganz enge Vorstellung, was welche Künstler sie dort zulassen. Und es ist immer so ein bisschen Chris mag es warm, ich kann mich weiter ausziehen. Das passiert ja auch immer in diesen ich kenne das von Freunden, so Videos in Bussen, wo dann so Leute auf einmal reingehen und dann ziehen die sich aus irgendwann. Ah. Ja, die Kamera ist da hinten. Ja. Die ist da noch aufgebaut. Ich habe da auch immer gesucht. Immer wenn ich in anderen Städten bin, dann suche ich auch immer, wo es diese Fake-Taxis gibt, weil die gibt es immer irgendwie nicht wirklich im richtigen Leben. Na. Können wir einmal kurz einmal realistisch bleiben? Ganz kurz. Das finde ich super. Ich bin auch für Fake-Taxen und Bumsbusse. Summer. Aber einmal ganz kurz nur. Ja. Ihr macht wirklich jetzt beim ESC-Vorentscheid mit. Ja. Und das müssen wir ja mal ein bisschen beleuchten, was das überhaupt bedeutet. Und warum macht man damit? Ist es geil? Erzähl mal ein bisschen was einfach. Hol mal Leute ab, die gar keinen Plan davon haben. Also, es gibt ja ganz viele Menschen, die letzten Jahre immer gesagt haben, Mensch, warum macht sich der ESC nicht mal ein bisschen offener für alternative Musik? Ja. Und hat zu Recht gemeckert. Jetzt macht der ESC sich offener für alternative Musik. Das heißt, wir machen da tatsächlich mit, neben 8 weiteren Künstlern, die maßgeblich aus dem Pop-Bereich, also wirklich puren Pop-Bereich kommen. Okay. Und das finden die meisten auch sehr, sehr geil. Außer die paar, die jetzt meckern und sagen, warum macht ihr denn da mit? Das sind meistens die gemeckert haben. Das ist ja jetzt hier nicht sicherlich offen. Wir haben gesagt, wir machen überall mit, solange wir unverbogen und authentisch so bleiben können, wie wir sind und wollen. Und die uns so nehmen, wie wir sind, so wie wir aussehen wollen, wie wir klingen wollen. Und das fanden die gut. Und wir haben einen Song, der unglaublich gut zum ESC passte. Das ist der Titelsong von unserem Album Blood and Glitter. Mhm. Und wir machen da jetzt mit. Und wer jetzt diesen Vorentscheid gewinnt, am 3.3. ist der in der ARD, der fährt dann nach Liverpool. Das heißt, man kann anrufen, man kann vorher auch online voten. Das läuft noch genauso klassisch. Ja, das geht nach Massenentscheid sozusagen. Genau. Also es gibt irgendwie auch eine Jury, das wird irgendwie so zusammengewürfelt, wie das immer so ist. Aber es rufen Leute an. Und es wird online abgestimmt. Noch nicht, wir sagen dann nochmal Bescheid und du kannst das deinen Leuten ja auch nochmal sagen. Ja, unbedingt. Und ja, ey, wer mal möchte, dass eine Rock-Metal-Band oder wie auch immer ihr uns bezeichnen wollt, mal zum ESC nach Liverpool fährt. Ich muss eine Frage stellen, die jetzt nur indirekt was mit euch jetzt zu tun hat. Und zwar in den letzten Jahren, war das da schon so, dass im Vorfeld, vor diesem Vorentscheid, schon den Künstlern abgesagt wurde, von wegen ihr seid zu hart? Oder waren beim Vorentscheid auch schon härtere Musikrichtungen? Ich bin da nicht so drin in dem Thema. Nee, also es gab zum Beispiel letztes Jahr gab es ein ganz anderes Konzept. Da haben auch nur fünf Acts zum Vorentscheid mitgemacht. Und da waren bis kurz vor der TV-Show diverse Bands in der engeren Auswahl. Wir unter anderem auch letztes Jahr schon. Genau. Ah, okay. Und Electric Callboy zum Beispiel auch. Ja. Das wurde dann quasi abgesägt, weil das Konzept intern doch nochmal umgestellt worden ist. Und man gesagt hat, wir wollen doch nur sehr pop-kompatible Acts mit reinnehmen. Was ja auch völlig legitim ist. Absolut. Aber dieses Jahr haben die eben gesagt, also der NDR veranstaltet das ja, diesmal haben die gesagt, nee, wir wollen es doch offener halten. Cool, okay. So, und das ist sehr geil. Mega geil. Und ich glaube, das braucht der ESC. Der ESC lebt von Vielfalt, nicht nur optisch, nicht nur in gesellschaftlicher und kultureller Hinsicht, sondern auch musikalisch, weil es heißt ja Song Contest und nicht Pop Contest. Ey, so. Das finde ich wiederum sehr erfrischend, was du gerade erzählst oder was ihr beide gerade vermittelt. Und kann jetzt schon sagen, also ich habe ja auch, wie gesagt, ich dachte, wir treffen uns und habe den Track ja auch für mich ein bisschen geübt, so am Drumset. Ja, wir spielen ihn auch. Wir spielen ihn auch noch. Ist auf jeden Fall eine geile Nummer und ich bin gespannt, wie der in diesem ESC-Kontext wirken könnte. Ich denke dann aber auch schon weiter. Ne? Ich denke jetzt nicht nur im Vorentscheid, weil ich gar nicht weiß, ich fahre jetzt mal da rein. Vielleicht kommen wir da irgendwie, auf Höfe, weißt du? Auf Wasserhöfe. Ja. Weil ich weiß nicht genau, was eure Mitstreiter sind, wenn du sagst Popmusik, dann ist es ja eigentlich ganz gut, dass ihr herausstechen könntet, weil das ja immer gut ist, ehrlich gesagt, wenn man was anderes anbietet. Ich fahre jetzt hier, kann ich da? Also mit genug Gas. Ja, mit genug Gas schaffst du das. Chris, wir müssen irgendwo hier illegal rauf. Hier, weißt du, du hast heute schon was revealed, jetzt muss ich auch noch eine Story bringen. Ja, prima. Irgendwie durchs Tor brettern oder so. Ist das Jetskis? Geil. Ja, alles. Aber wir stellen uns erstmal hier hin, hier ist chillig, können wir gleich mal rausgehen. Gehen wir gleich mal raus. Also auf jeden Fall ist es ja geil, wenn ihr daraus herausstechen könntet, in dem Teilnehmerfeld, das ist ja immer gut. Und was ich jetzt sagen wollte ist, dass dieser Track meiner Meinung nach bei der Hauptsendung, glaube ich, gut funktionieren kann. Der klingt irgendwie international. Ja, ich glaube, der wird, also
denke auch, dass man eine Chance hat, damit tatsächlich mal nicht Letzter zu werden. Klingt jetzt so arrogant, aber ich glaube tatsächlich, dass es etwas ist, wo es genug Leute geben wird, die sagen, also selbst wenn wir es nach Liverpool schaffen sollten, dass genug Leute sagen, oh, das ist, dass allein der Exotik-Bonus gewinnt. Und man sagt, ach, dafür rufe ich jetzt mal an. Oder die Jury eben dementsprechend die Punkte vergibt. Ja, das ist ja nicht unwichtig, weil wenn es darum geht, dass du vielleicht auch jetzt Leute erreichen musst, die vielleicht gar nicht aus der, oder ganz sicher gar nicht aus der Fanbubble kommen. Weißt du, dann macht es ja Sinn zu sagen, okay, die Jungs hätten vielleicht eine realistische Chance, das Ganze zu präsentieren, nämlich Deutschland so. Genau, man muss halt schauen. Wir haben halt mit im Rennen, es gibt durchaus wirklich auch starke Acts jetzt in der deutschen Vorauswahl. Ein Act ist zum Beispiel die Sängerin Patty Gurdy, die so einen folkloristischen, leicht mittelalterlich angehauchten Pop macht. Und ist auch ein wirklich guter Song. Gute Sänger sind sie alle sowieso. Und was wer unglaublich viele Fans mitbringt, ist Icke Hüftgold. Das ist ja der Malle-Schlager. Ja. Und ich kann das nachvollziehen. Also, keine Ahnung, wenn wir jetzt uns schminken vor der Show, hören wir auch gerne einfach irgendwie Malle, Ballermann, Bumsmucke, Scooter, Deichkind. Und deshalb, ich verstehe, warum Icke Hüftgold Spaß macht. Ich kann mir aber vorstellen, dass der typische Deutsche in so eine Mentalität kommt, oh, wir werden sowieso Letzter, dann wenigstens witzig. Und nur deshalb so ein bisschen aus Protest dann Icke Hüftgold wählen. Und das fände ich schade. Und das meine ich jetzt nicht despektierlich gegen Icke Hüftgold, wenn jetzt die Icke Hüftgold-Fans gucken, sondern ich fände es schade, wenn man sich nur, um zu protestieren, irgendwas auswählt. Deshalb hoffe ich, wenn Leute für Icke Hüftgold anrufen, dass ihr anruft, weil ihr den Act feiert und nicht damit ein Zeichen setzen wollt. Deshalb, egal, ihr müsst uns nicht wählen. Wählt einfach das, wofür wirklich euer Herz schlägt. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Ja. Ob es Icke Hüftgold ist oder wir oder Patty Gurdy oder einer der anderen, wählt das, wofür euer Herz schlägt. Es gibt da keine Gewinner, sondern nur... Und das geht auch über den Vorentscheid hinaus. Ich finde das Wichtigste, gerade auch dann beim Eurovision, egal wer da jetzt von den deutschen Kandidatinnen steht, generell finde ich, wäre es geil, und das würde ich mir total wünschen für den ESC, dass da auch entschieden wird, einfach nach der Musik und nach nicht aus Ländersympathien, vermeintlichen Grenzen etc., sondern dass man sagt, dieser Song. Genau. Egal in welcher Sprache er auch gesungen wird, weil da singt nicht jeder auf Englisch. Ja. Gehe ich jetzt mal von aus, weiß ich nicht. Nee, gut, glaub nicht. Es gibt viele landessprachliche Dinge. Ja, geil. Das war ganz früher, glaube ich, war es auch sogar, als es noch Grand Prix d'Eurovision de Chanson hieß oder so, war das, glaube ich, bis in die 80er Jahre oder so, war das sogar gesetzt, dass jeder eine Landessprache singen muss. Ah, okay. Das wurde okay. irgendwann aufgehoben. Das wusste ich gar nicht. Genau. Ja. Also das finde ich sehr, sehr spannend und ich mag den Punkt, weil du hast recht, in Deutschland sind oft Leute so, dass sie sagen, okay, jetzt aus Sarkasmus oder aus Ironie oder warum auch immer, rufe ich jetzt für die und die Person an, weil ich mir denke, ist doch eh scheißegal. Aber naja, vor allen Dingen, weil auch die letzten Jahre, ich meine, ich glaube, die letzten 7 oder 8 Jahre sind nicht Deutschland so immer Letzter oder Vorletzter geworden. Und dann kommt man natürlich schnell in so eine Mentalität von wegen so, wenn untergehen, dann wenigstens mit Schalala. So. Ja, naja, klar. Und, ich finde den Song von Icke Hüftgold richtig witzig. Ist aber auch klassisch. Er singt auf Deutsch dann, ne? Er singt auf Deutsch. Ja. Und der Song ist auch witzig. Allerdings ist er so ein Humorlevel, wo der einfach im internationalen Konstrukt, glaube ich, gar nicht wirklich funktioniert. Ja, okay. So, deshalb würde ich mir wünschen, dass einer der, das, wie gesagt, ich meine es nicht despektierlich, nee, aber ich würde mir wünschen, voll, dass einer der anderen Acts weiterkommt. Und zu den anderen Acts zählen auch wir, weil alle anderen Acts die Chance haben, so sehe ich das auch auf den internationalen, internationales gutes Standing. Und der Icke Hüftgold-Song, hammerwitziger Track, aber der ist einfach wirklich sehr deutsch-deutsch, also vom ganzen Humor-Level schon. Wie kann auch so ein, also ich frage mich das auch von der Qualität der Darbietung, ein Icke Hüftgold hat doch einfach nur seine Stimme und hat er auch noch Leute mit dabei auf der Bühne? Der hat ja Leute und du hast ja eine riesen Videoscreens und ich bin mir ganz sicher, der wird eine Top-Show machen. Ja, das wird unglaublich witzig sein. Ja. Ist es für euch jetzt auch was Besonderes, für so eine Fernsehproduktion eine Show zu konzipieren für einen Song? Ja, na klar, das haben wir noch nie. Das stelle ich mir gerade aus konzeptioneller Sicht super aufwendig vor, ehrlich gesagt. Ja, wir sind ja nicht alleine. Ne? Also da gibt es den Creative Director der Show und der hört sich genau unsere Wünsche an und vor allem noch wichtiger, genau das, was wir auf gar keinen Fall wollen. Und dann checken die, was machbar ist und bringt eigene Ideen rein, die wir auch ablehnen können, so viel wir wollen. Aber der hat auch Sachen vorgeschlagen, die wir richtig gut fanden. Das heißt, wenn ihr das Video checken wollt, Blood and Glitter, dann seht ihr ungefähr die Grundrichtung, in die es geht. Und das wird dann auf die Bühne übertragen in größer. Genau. Es wird sehr viel Rot, sehr viel Gold, sehr viel Make-up und laut.
Ja. Viel Nasenbluten. Sehr viel. Alle kriegen Nasenbluten. Ja, wenn ich nicht pinkeln muss vor der Show, dann kommt ja kein Blut aus der Nase. Das ist in Ordnung. Ja, dann komm, dann lass uns jetzt mal wieder, wieder nicht real sein, weil das war jetzt real. Das ist auch, muss auch mal passieren. Unbedingt. Wir sind jetzt gerade wo auch immer am Wasser. Mhm. Das ist wirklich nicht real, das hier haben Sie. Düsseldorf, glaube ich. Ey, kann man mal einmal die Kamera drehen, bitte? Ja, es sieht sehr Düsseldorf ähnlich aus. Da gibt es eine Freebox. Wollen wir da was tauschen? Ja, komm. Ey, ich habe eine Idee. Pass mal auf. Ich schick dir noch ein anderes Album. Ja. Und wir packen die da rein. Wir tun die CD in die Freebox. Pass auf, dann musst du die aber signieren. Und nehmen uns dafür aber was mit. Pass auf, Chat. Ja. Signiert die jetzt. Ja. Warte, ich signiere die auch. Wir signieren die alle. Ja, unbedingt. Und die Leute können da hin und sich die abholen. Genau. Du da die und so lange warten wir aber noch. Weißt du, wir warten, wenn die kommen, fahren wir schnell weg. Okay. Ja, genau. ihr müsst jetzt schnell kommen. So wird Krogmann 1 und Krogmann 2 unterschreiben. Ja, aber ich bin Krogmann 2, weil ich habe mich später geoutet. You came late to the party. Ich bin Krogmann 2. Okay. So, kannst du jetzt mal, warte, ich halte das für dich. Ich möchte aber hier, mach ich hier. Krogmann 1. Okay, dann müssen wir die Adresse gleich sagen. Das finden wir gleich mal raus. Das ist richtig dumm, mir gefällt's. Ja, wir sind hier im Bakenhafen, habe ich gerade im Chat gelesen. Okay, pass auf, wir gehen raus. Hast du einen Deckel? Ja, kannst du hier ziehen? Hier ist der schon viel. So. Ja, aber der überträgt jetzt immer noch, obwohl du das Kabel gezogen hast. Ja, wie das hast liegt. Du das gemacht? Das Wireless-Bild. Ist krank. So, ich nehme mir den Chat mit. Ja, krass. Und ich nehme mir auch mein Handy mit, um die Adresse Chat. Ich gebe euch gleich noch Geschenke draußen. Das ist Spoiler. So. Wow. Ja, machen wir auch draußen auf. Okay. Ja, gehen wir kurz raus. Sind wir mal real. Da geht ihr mal raus und sobald ihr draußen steht, übergebe ich das Handy. Ja, okay. Alles klar. Ich gebe dir mal kurz. Yes, hallo. So. Beide Linkshänder wird hier gefragt. Was bedeutet das? Bitte? Hey, weil ich muss euch filmen. Ihr seid die Stars. Ja. Ich bin hier Ballast. Ich wollte es auch gerade schon sagen. Ja, ich bin hier. Du kannst den Chat lesen, wenn du willst. Ja, okay. Also Freunde. Ja. Lieber Chat, ja. Adresse kommt gleich. Wir posten die rein. Als Official Lord of Lost posten wir in den Chat. Wir sagen es aber auch. Wir gehen jetzt hier zur Freebox. Geil, dass sie da sind. Das ist Hammer. Als hätten wir es abgesprochen. Und wir haben hier nicht gestern aufgestellt. Wir stellen die hier hin. Und du suchst dir jetzt was aus dafür. Okay. Wir haben auf St. Pauli eine Lord of Lost Wohnung, unseren Lost Place. Jetzt haben wir Sage VHS? Weiß nicht, VHS, das kenne ich gerade. Ja, wir haben keinen VHS-Player im Lost Place. Wir müssen schon Lady Piratenkatz schreibt: Egal wer sie kriegt, ich freue mich für diejenigen und bin gleichzeitig ultra neidisch. Aber Lady Piratenkatz, ich weiß ja nicht, vielleicht kommst du ja aus Freiburg im Breisgau, das ist zwar ein Weg, aber dann kannst du doch einfach mal hierher. Vielleicht ist sie dann noch da. Das ist ganz schön. Corona-Test. Ja, können wir nicht. Wir sollten hier ein Foto machen, ehrlich gesagt. Kann man immer gebrauchen. Pass auf, wir machen hier ein Foto für unser Thumbnail. Ja. Wir waren richtig teuer. Aber ich suche mal ganz kurz die Adresse. Es war mal Gold. Sag mal. Quasi. Und jetzt, da kann man einfach Corona-Test. Jetzt liegt sie in der Freebox. Ja, es gibt viel Kram hier. Aber Freebox wird auch ein bisschen missverstanden als ich habe Schrott zu Hause. Ja, klar. Also, das nennt sich hier Umfahrung Versmannsstraße. Ja. Okay, am Baken. Barkenallee. Umfahrung Versmannsstraße. Ich poste das mal hier rein, ja? Ja. Weil ich gehe hier auf den Krogmann-Dings. Ja. Das Setting, da kann ich jetzt hier eine Nachricht senden. Ja, ja, kannst du. Also, Freebox, Doppelpunkt. Umfahrung. Hier bei der MS Stubnitz, die kennt man doch. Das ist doch so ein Technoboot, oder nicht? Genau. Ach ja, da. Boah, Alter, am Techno-Boot. Ey, was für ein Zufall. Wir haben die Band-Performance-Szenen von unserem Video Last Words, das war unser zweiter Song, unser zweites Video 2010, haben wir da gedreht. Okay, in der MS Stubnitz. Ja, Hammer. Jetzt sind wir hier. Und die Freebox ist auch da. Geil, ja. Boah, wollen wir jetzt hier das wertlose Gold nehmen, oder was? Moment, MS Stubnitz. Ich finde, das hat irgendwie einen schlechten Vibe. Ja, das stimmt auch. So, jetzt hast du geschrieben. Jetzt bist du VIP. Freebox. Alle sehen das. Da steht drin. Umfahrung, cool. Fersmannstraße. Flat auf Tier schreibt cool. Gib es noch ein leeres Haselnuss-Creme-Glas. Warte mal, das ist doch Quatsch. Aber sieht cool aus. Ja, ja. Ich kann es mal zeigen. Das sieht gut aus. Es ist schon... Von Möwen. Leute. Okay, Pi, machen wir jetzt eine Challenge. Eigentlich ist das so ein YouTube-Challenge-Moment. Ja. Mal kurz an der Haselnuss schlickern. Oh. Wenn ich du wäre, kennt ihr das noch? Ja, genau. Was haben wir hier? Alter, Metal. Komm, Metal. 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 Weil wir so Metal sind. Genau. Ja, das, nehmen wir das Metal-Majorette Fake gut. Hot Wheels Auto. Ist doch das einzig Geile, aber nehmen wir. Die Leute. Hammer. Perfekt. Das stellen wir in Lost Place. Ja. Dann haben wir, wann auch immer mal jemand mit einem Kind besuchen kommt, ein kleines Auto da. Ja.
Super. Geil. Weil alles wir klar. damit gar nicht. So, jetzt machen wir ein Foto. Ja. Pass auf, das brauche ich nämlich hier als Thumbnail für YouTube. Ja. Ja, das heißt, oder aber vielleicht wieder vor so. Ja. Okay, warte. Stell dich mal davor. Ja. So, jetzt Screenshot. Kannst du nur Nasenbluten reinmachen? Ja, Screenshot jetzt, Chat. Screenshot. Warte, jetzt. Bisschen noch. Chat, warte, drückt dir einer bestätigen. Jetzt. Chat, bestätige. Jetzt. Bestätige. Okay. Bestätige. So, pass auf. Jetzt habe ich hier noch was Schönes hier am Wasser. Hier ist ja ein ganz neues Setting. Guck mal. Das ist ja ein ganz neues Studio. Oder können wir die Fahrräder auch mitnehmen? Freebox. Was ist das denn? Ist das angeschlossen? Was ist das hier? Das ist angeschlossen. Für ganz kleine. Ganz kleine Tüte. Ganz kleine Tüte ist das. Ich glaube, das ist ein Advanced-Schnuller oder so. Ja, wirklich. Speicheldurchlässig. Pro. Also Pro-Schnuller. Ich glaube, das ist so ein Ball-Stretcher oder so. Oder ein Teebeutel. Teebeutel. So, pass auf. Ihr seid ja hier im Talent-Taxi. Ja. Oder gebe ich euch das drin? Nee, gebe ich jetzt. Und pass auf, es gibt so Dankesboxen, dass ihr mitgemacht habt. What? Ja, es gibt so Dankesboxen, es gibt jetzt schon Geschenke. Was ist denn GTÜ eigentlich? Ja, das ist die Gesellschaft für technische Überwachung natürlich. Und da arbeitest du? Ja, da arbeite ich. Hauptberuflich. Ich drehe mal die Kamera um. Guck mal, wie schön. Jetzt ein Aufnäher. Oh, ein Aufnäher. Das ist, ja so. Ich kann das ist doch mega. Machen, weil ich euch Chat in der Hand habe. Ja, ich habe euch gerne in der Hand. Ja. Also, ihr fühlt euch gut aus. Skill approved. Ja. There's skill in all of us. Bisschen Schoca-Cola. Hallo Wachkeks. Ja, sowas. Hallo Wachkeks. Hier. Energy Regal. Ja, hier ein paar Gummibärchen. Ist kein Schrott, ist geil. Geil. Und was ist das hier? Ja, Kraftstoff. Ein Energy Drink. Ja. Den probiere ich jetzt, ja? Ja, okay. Okay, fett. Okay, Challenge. Genau. Ich denke nur noch an YouTube-Challenges. Weißt du, man muss was ja mal. Was hast du mit dir gemacht? Nee, die Challenge ist anders. Die Challenge ist. Ich habe eben gerade schon Getränke-Eggs direkt nach der Herbertstraße, nach dem Ölwechsel. Und wenn ich, also. War es vegan? Kurze Frage. War das Getränk vegan? Ja, Wasser. Okay, cool. Weiß man immer nicht. Ja. Und dieser Kraftstoff, wenn ich den jetzt extra, dann muss ich irgendwann pinkeln. Das heißt, die nächste Aufgabe beim Rumfahren ist, Platz zum Pinkeln suchen. Okay, wir stoßen auf Krogi an. Ja. Auf welchen? Ja, genau welchen? Krogi 1. Ja. Okay. Was ist das? Krogi 2 und Pi 1 stoßen auf Krogi 1. Jetzt neun Spitznamen am Podium. Krogi 2. Aber warte mal, wie ist denn das? Ist gedreht hier, so geht das. Ja, geil. Okay, ja, ich hab den. Ja, du läufst doch mit drauf. Ja, ist ja gut. Warte, da. Ja. Cheers. Es riecht wie eine. Also, Prost. Das ist auch ganz viel Zucker. Über 10 Gramm Zucker. Alter. Das zündet. Das macht dich stark. Das zündet, steht drauf. Das macht dich stark. 1, 2, 3. Hier am Hafen wird gesoffen, Leute. Was? Hier in Düsseldorf. Düsseldorfer Hafen. Mega gut. Alle. Danke. Komm, ist ein Energy Drink. Ja, oh. Hab ich früher auch getrunken. Jetzt tun wir nicht so. Oh. Doch, der ist sehr lecker gewesen. Ja, weiß ich doch. Kennt ihr noch T400? Ja. Meisenstein. Gönn dir die. Was? Wo steht GTÜ nochmal? Gesellschaft technischer Überwachung. Ja, genau. Ja. Scheint wohl Gitarrist zu sein, was? Absolut smart. Ja, aber absolut intelligent. Das ist total geil. Ja, ist es auch. So, ich drehe wieder die Kamera um. Was machen wir jetzt? Wollen wir essen jetzt alles andere, was da drin ist. Ja. Also Leute, wir sind hier an der Freebox MS Stubnitz. Chris hat es eben reingeschrieben. Die CD steht noch da, sie ist signiert. Und jetzt gerade ist es nur eine CD. Aber in ein paar Wochen ist es die CD von den ESC-Gewinnern. Bleib mal da so stehen, ich mach für unsere Leute mal ein Bild hier. Seht ihr das? Ich mach ein Bild, wie Chris so ein Bild macht. Ja. Nochmal weit weg. Hey, ich kann das. Seht ihr das? Warte. Ja, alles da. Alles da. Hier hat der Stubnitz. Nicht hier vorbeigehen. Hier ist der Wagen. Das ist wirklich so geil präsentiert. Gefällt mir sehr gut. Ich stolper fast. Das Skateboard kann ich da nicht hin tun. Das tut mir leid. Das ist so geil. Ey, du hast richtig nice Vans. Ich trage ja auch eigentlich immer nur die High-Skate-High-Dinger. Ich wollte mal andere. Hast du die Customized? Oh, die Farben sind geil. Yes. Geil. Ja, danke mal. Geil. Ja, wir sind alle schon ein bisschen okay. Krogi jetzt geil. Naja, wie alt bist du jetzt? Ich bin 36. Scheiße, ab wann ist man Boomer? Ich bin 43. Ja, ich glaube, das ey. Boah, das Auto. Das Auto ist ja mega geil. Ja, auch, Alter, wir finden es geil, weil wir alt sind. Ja. Ja, wirklich. Das Auto steht auch bei der Freebox. Lass mal gucken. Das Auto steht auch bei der Freebox. Das ist ja Hammer, wer hat denn so ein geiles Auto? Ich zeig das noch. Jetzt. Ich zeig das nochmal. Ist das hier Real Life GTA? Also das ist tatsächlich ein bisschen, mein Traumauto ist ja ein 68er Mustang, auch in so Anthrazit matt. Alter, ja, also mega. Also das kommt dem schon recht nah, muss man sagen. Kann jetzt krass coole Fotos hier vormachen und sagen, ja, Life bitte. Upgrade. Ja. Hashtag. Warte kurz, ich muss die Kamera irgendwie. Kann ich mal einmal die Box haben?
Ja. Ich möchte einmal die Kamera hier positionieren, dass wir ein cooles Foto machen können. Ja. Mit so einem Screenshot. Nein, ja. Russenrocke. Das ist ein Realer. Screenshot, Screenshot. Das ist dumm. Aber mir gefällt's auch. Aber so ist halt Hamburg. So ist das ja. Leben hier. Aber das ist das Leben hier am Hafen. Also, in der Hafen. Boah, was ist das denn hier? Ist dann runtergefallen. Die ist eine lustige Münze runtergefallen von irgendeinem. Alter. Wo kommt die denn her? Weiß ich nicht. Hä? Warum hast du sowas? Weiß ich nicht, wo die herkommt. Hast du die aus der Freebox geklaut? Wer ist der Typ? Weiß ich nicht. Aber hast wer du ist der Typ? Zurück in die Freebox. Zurück in die hast du jemand anderen? Nein, zurück in die Freebox damit. Da ist doch ein Gesicht rausgekommen. Aber es ist wirklich, also Freunde, man glaubt sowas ja immer nicht, aber es ist wirklich Zufall, dass wir hier an so einer Freebox ankommen, ja, und neben der MS Stubnitz stehen, wo wir unser Last Words Video gedreht haben. Ja, es ist wirklich wahr. Vor allem in dem Maschinenraum, nicht Maschinenraum, sondern in dem Veranstaltungsraum unten mit Pyro. Da okay, unten drin. Das ist nicht erlaubt, oder? Ganz doch, klar, doch. Also für einen Videodreh war das mit Pyrotechniker und allem. Also schon okay. Das ist ein guter Ort hier, oder? Jetzt mal ehrlich. Achtung, Pfand kommt daneben, ne? Ich fand ja Hamburg schon immer idyllisch, muss ich sagen. Für das, also ganz ehrlich, das hier ist der beste Ort. Jetzt frage ich mich aber... Freebox! Das Fahrrad geht doch noch. Freebox! Für 500 Euro verkaufen. In die Freebox damit! Das ist ja wohl der beste Stream. Der Lenker ist aber nicht schlecht. Der Lenker ist nicht schlecht. Ja, der ist halt. Mein Arsch ist nass. Aber die Frage ist jetzt mal ganz ehrlich: guck mal, jetzt hast du hier so eine Rich-Wohnung, ne? Ja. Und vor dir ist einfach. Ja, gut, das Wasser ist geil, aber hier ist auch viel nix sonst. Ja, du musst ja Metal. Immer nur. Viel Metal auch. Du musst immer, wenn du da oben wohnst, immer geradeaus gucken. Ja. Nicht ist links so und rechts. Also, was war die Frage? Du hast hier eine Wohnung. Ja. Ich auch. Bist du glücklich? Bist ja du glücklich, wenn du hier raus aus dem Haus gehst? Ja, ich habe zwei. Ich habe mir halt eine nach vorne rausgeholt und eine nach hinten, weil dann kannst du natürlich. Kannst du entscheiden, weil es ganz schöner ist. Genau, weil wir sind ja jetzt einfach Fame. So. Seid ihr auch. Ist so. Sellout. Ich dachte, dass Kommerz. Hier. Da gibt es so eine Wohnung, dieses UFO da vorne. Seht ihr das? Das sieht man so angeschnitten. Ja, 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 ja. Ich dachte, dass das euer Haus ist. Ja, ist auch. Ist es ja auch. Ist auch. Aber das haben wir vermietet, hat Ike Hüftgold. Das wäre schön. Das wäre auch übrigens auch richtig geil, wenn ein zweites Geheimnis wäre. Der Song von Ike Hüftgold, den habe ich geschrieben übrigens. Das, den hast du geschrieben. Krogmann 1 hat Ike Hüftgold. Ich wünschte, ich könnte Songs schreiben, aber ich kann nur trommeln. Das ist einfach. Aber ich freue mich ganz doll. Ich habe gerade Folgendes gemacht mit unserem Pianisten Jared. Ja. Wir haben alle Songs von allen anderen deutschen Teilnehmern. Wir haben den gecovert in einer kurzen Version mit einer Strophe und Gefühl mit ihrer Stimme. Ike Hüftgold natürlich auch. Und der kommt, ich glaube, übermorgen oder so. Und das in einer traurigen Klavierversion. Weil der Song geht so: Wir brauchen endlich mal ein Lied ohne Song. Endlich mal ein Lied. Oh, guck mal, wir können hier richtig, ja richtig. Und dann richtig schön eine sentimentale Klavierversion von dem Song von Ike Hüftgold. Ich denke, das wird ihn auch freuen. Wir werden ihn natürlich markieren überall. Ich finde, also, endlich! Auf diesem Cover bisher die Response. Das ist total geil, wie die anderen darauf reagieren und sagen: Ey, geil, dass ihr das macht, vielen Dank. Ja, vor allem die eine, Anitza Russo. Ja, die hat das gleich mal ja duettet. Ja. Echt? Und hat da mit drauf gesungen und ich muss sagen: Richtig schöner Song an sich. Das Motto dieses Jahr vom ESC ist sowas wie, ich habe es nicht ganz auf United in Music oder so. Oder United by Music, irgendwie sowas. Und das ist genau der Spirit. Und wir haben gedacht, wir nehmen das mal ernst. Ja, finde so, ich gut. Wir nehmen das mal ernst. Wir zollen jedem anderen Respekt, indem wir den Songcovern hochladen, um einfach zu sagen: Leute, oh ja, Kacke. Guter Song funktioniert in jedem Genre. Ihr habt einen guten Song. Ja. Das finde ich sehr löblich. Finde ich, ist eh ein gutes Lebensmotto. Don't be an asshole. Ja, so, finde ich. Sollte man sich eine Scheibe von abschneiden. Aber unter Kunstschaffenden ist das nicht, ja, ist das nicht immer selbstverständlich. Was geht ab, Leute? Ist nicht immer selbstverständlich. Nee, es gibt ganz viel so ganz komisches Konkurrenzdenken. Genau. Und auch dieses, wie häufig wir das schon hatten. Wir so, ey, wir würden gerne auch mal in, keine Ahnung, ich sag jetzt mal, Island spielen. Wie ist denn euer Kontakt da zu eurer Booker? Ja, nee, das sind unsere über Jahre lang aufgebauten Kontakte. Und ich denke immer so, Leute. Rausgeben. Oder wo lasst ihr eure Merch-Rohware? Wo kommt die her? La, la, la. Und überhaupt. Nee, das können wir jetzt nicht so. Ja, bitte, viel Spaß. Ist doch gut, wenn noch mehr Leute geiles Merch machen können. Genau, wir sagen tatsächlich immer, ey, diese Industrie ist schwer genug. Wir halten einfach zusammen. Und geben die Kontakte raus, fertig. Und jetzt, ich persönlich fühle mich so, ich fahre da jetzt nicht mit so einem Gefühl hin, jetzt mal zum ESC
C4-Entscheid zurückzukommen. Ich fahre da hin und denke mir, ich freue mich richtig doll, die alle zu treffen, weil... Ja, es ist auch eine geile Einstellung. Ja. Ich meine, das bringt euch ja auch, also, glaube ich zumindest. Zumindest meine Einstellung, dass das persönlich auch mal weiterbringt. Also... Du, das klingt jetzt so nach Mini-Playback-Show, kennst du ja auch noch. Ja. Wir sind alle Sieger, ja, auch wenn einer nur gewinnen kann. Mareike ist aber wirklich in meinem Herzen, muss ich sagen. Aber der Slogan, ja, wir sind alle Sieger, auch wenn einer nur gewinnen kann, also ich sehe das so. Ich sehe das nicht so, dass einer siegt, sondern... Es gibt dann denjenigen, für den am meisten Leute angerufen haben. So. Ja. Aber deshalb haben die anderen für mich ja nicht verloren. Also zumindest, ich möchte das so sehen. Und am Ende hängen wir eh alle in der Zauberkugel. Ja, und jetzt guck mal, Leute. Deswegen sind wir hier. Jetzt wollte ich euch mal das Zuhause zeigen von Chris und Pi. Das ist der Marco Polo Tower. Ganz geil. So. Ja. Vor allem, das ist so ein Phallus und da oben aber so ein platter Hammer. Da hat jemand draufgehauen. Wieso, sieht doch aus wie ein ganz normaler Penis. Ja, gehen wir Hintereingang hier hoch? Oder hier? Wo geht's lang? Wir gehen immer durchs Hintertürchen ganz gern. Ja, bringen wir mal. Hier lang dann, ne? Ja. Ey, aber was ist das wie? Ist das wie so eine Art Bridge? So eine Brücke? Wie heißt denn das? Kommandoturm, wie beim Flughafen auch? Tower. Lighthouse Living. Nee. Ja, das ist doch unser hier, ne? Wir haben daraus ein Geldkonzept gemacht. Also wir Geldkonzept? Wissen Sie was? Wir machen hieraus ein Geldkonzept. Wisst ihr, andere Leute nehmen was Miete. Ich weiß, wie das geht. Ich nenne es Geldkonzept. Dieses Objekt wird videoüberwacht. Das sehen Sie daran, dass ich es gerade videoüberwache. Daumen hoch. Daumen hoch. Yes. Nee, aber ich frage mich jetzt gerade... Lighthouse Living, heißt das tatsächlich? Da kann man... Rein. Da kann man das leben. Regnet nie rein, das ist gut. Ey, aber überleg mal, da wohnst du. Also das ist schon... Ist auch nicht so geil. Also komm mal, das Haus, ja, aber... Achtung, hinter uns kommt ein Mann mit oranger Weste. Lass es einfach weiterlaufen. Ja, also wir wohnen hier. Aber es ist hier auch nicht so geil. Ja. So. Wenn der Mann mit oranger Weste uns anspricht, wollen wir dann Englisch reden? Yes. Okay. Wir sind schneller als er. Challenge. Don't answer with yes or no. Ja. Don't do that. No. He's following us. I don't know why. Aber wir machen dann wirklich... Yes. Do you speak English? Yes. Ja. No. Yes. Lass mal nur auf Englisch antworten. Okay. Yes. Aber wir filmen nicht. Wir filmen online. Mit deiner GTÜ-Weste. Ja. Yes. Also ich... So, jetzt Flachkörper. Wir kriegen gleich juristische Probleme, glaube ich. Gut, gehen wir mal. Film das schnell, wie schön das hier ist. Okay. Wo genau ist das jetzt schön? Da vorne, dieser Rohbau, den mag ich ganz besonders gerne. Soll ich jetzt wird er unscharf, ja. Ups. Naja, ich kenne ja diesen Ort gut. Wir hatten ja da vorne so eine Kabine, hatten wir ja immer. Ja, okay. Aber der läuft in eine andere Richtung. Ich hab doch keinen Bock. Wir waren doch nicht so interessant. Zu weit weg für ihn. Oder ist es wie im Videospiel? Er hat das Tracking verloren, das kann sein. Nein, GTA hat schon zwei Sterne. Nee, pass auf, Film mal bitte. Oder der ist einer von diesen Outfits. Der läuft doch mal so gegen den Mann. Ja. Also NPC, scheiße. Ja. Oder er hat sich gedacht, fuck, die nehmen wirklich Drogen. Da gehe ich jetzt nicht hin. Was hier alles drin ist in der GDÜ-Box. Ja, Hammer. Ich finde das Bild hier mit euch sehr schön. Ja. Metal GDÜ. Ja, aber guck mal, was schon geil ist, die ganzen Kräne. Das hat schon irgendwas. Also, weißt du was, bevor wir nachher eine Toilette suchen müssen? Ja. Ich habe gerade eine gefunden. Ja, geil. Alles klar. So, Pi, dann sind wir ein bisschen. Ich bin ja auch schön hier an dem Rohbau, an deinem Liebling. Hast du ja gesagt. Ich glaube, da hat sich der. Es ist übrigens sehr witzig mit dir, schreibt gerade Lottl-Sister. Lottl-Sister. Lottl, ja. Die kennt uns wohl. Geil. Ist eigentlich, warum habt ihr eigentlich nicht mal dieses Maskottchen genommen? Es gibt da dieses Axolotl. Kennst du dieses Tier? Mhm. Dieses Ja. Das wäre doch eigentlich ein gutes Metal-Maskottchen. Das wäre ein hervorragendes Metal-Maskottchen. Und das finden alle süß und das kannst du zu Millionen verkaufen. Wir haben auch schon ganz viele Plüschtiere bekommen. Also Axolotl-Plüschtiere. Ach so, wirklich, ist gar nichts Neues. Idee gibt es schon sehr lange. Aber wir haben halt noch nicht, wenn dann auch so Maiden-mäßig so einen 3 Meter hohen Axolotl, das wäre geil. Bitte. Der auch auf die Bühne läuft. Ja, das wäre geil. Das wäre geil. Der ein bisschen danced auch. Also wenn jemand ein 3 Meter hohes Axolotl-Kostüm hat. Guck mal. Und ich will mir kurz die Hände waschen. Wenn jemand ein 3 Meter hohes Axolotl-Kostüm hat. An dieser. Nein! Geil. Ey, komm, ihr müsst schon zugeben, das ist ein guter Stream. Das hier draußen rumläuft, ist ein guter Stream. Digga. So sieht man euch auch selten. So ist beim Radio nicht, oder? So ist beim Radio nicht, jetzt mal ganz ehrlich. Nee, so nicht. Nee, ich war ja gestern bei Rockantenne, da war aber nicht so krass draußen. Nee, wart ihr auch nicht, da war auch keine Fundbox und so. Nee. Gab's nicht Metal. Gab's Energy Drink wahrscheinlich auch.
Nee, aber, ja, aber mehr Fame. Dann lass abhauen. dann lass zurück. Hier, nimm deine Box, ist nicht, ja, meine. Danke. So, ich halte die Kamera jetzt so. Ja, hier, so machen wir den jetzt. Ja, ich weiß nicht, warum der uns verfolgt hat und dann doch nicht. Aber ganz ehrlich, diese Wohnung, ja. Ja, ja, ne? Es ist ultra diese krass. Wohnung ist, echt diese Wohnung ist ein Ja. Aber das ist doch so eine Wohnung, wo du Leute lange ruhig stellst und dann erstmal, also dann kaufst du ab und sind die am nächsten Tag noch da. Ich glaube, das ist ein bisschen so eine. Also für so einen Horrorfilm? So eine perversen Wohnung ist das, glaube ich. Also für mich. Was? Ja. Nee, aber ich werde tatsächlich mal, ich merke mir das mal, lighthouse-living.de ja, und gucken wir es nachher mal an, weil ich finde das interessant. Und wenn das irgendwie, keine Ahnung, da drin ultra krass aussieht, ich denke mir immer gleich an so Sachen wie Videodreh. Ja, genau. Ja, ja, klar. Oder okay, das kannst, ja, du da oben machen. Ein abgefahrenes Fan-Treffen oder, weißt du, ja, egal in welcher Stadt du bist, du findest immer Sachen, wo du sagst, wow. Ja. Hier kommen das, wir stimmt. Komm, wir gehen ein bisschen näher zusammen. Dann, ja. Ich meine, der Ort hier ist ja auch schön. Ja. Ich kann ja auch die Kamera mal wieder drehen. Das war mit der hier, mit der Nummer. Ja, ja. Ich komme mich hier hin. Kurz unterbrechen. Ja, jetzt sind wir da. Aber ganz geiles Artwork. Mit Kaugummi auf der Stirn. Gut platziert, möchte ich meinen. Ach, habt ihr den hier gesehen? Das ist exakt Pies Lächeln. Ja, okay, das stimmt. Sehr gut. Ja. Muss, lass mir mal kurz ein Foto für Insta für dich machen. Ja, okay. Mal vor. Guck, genau, jetzt mal zu mir in die Kamera. Bisschen weiter den Kopf drehen zu mir. Ja. Herrlich. Sehr schön. Ja, oh Gott, wow. Gut. Voll gut getroffen. So, Chat, hört ihr uns? Ich wollte kurz fragen, wir hatten irgendwie gerade einen Netzaussetzer zwischen, oh, den, ja, Gebäuden anscheinend. Ah ja. Ich hoffe, ihr seid alle noch da. Wir hören. Alles klar, welcome back. Sehr, hey, gut. Alles klar. Sauber. Kennen wir. Ja, welcome Netz. Alles gut, wir gehen zurück zum Auto. Jawohl. Wir gucken mal, ob die Platte noch da ist. Ob das Auto noch da ist. Das ist egal. Auto ist egal. Wichtig ist, was ist in der Freebox? Was ist da passiert? Ja. Gibt's neue Geschenke? Warum sind eigentlich alle Schiffe immer unverheiratete Frauen? Immer MS Stubnitz, es ist nie MR Stubnitz oder MRS Stubnitz. Ja, das weiß ich nicht, aber vielleicht weiß es der Chat, weil die sind immer, ja, schlau. Das Schöne ist ja, innen unter euch. Chris, das Ding ist, wenn du mich solche Dinge fragst, ich bin von Natur aus sehr dumm. Ich, ja, bin ein, ich sehr weiß, dummer Mensch und deswegen bin ich bei Twitch. Das Gute ist, erstens fällt's dann, das fällt da nicht auf. Das fällt dann nicht auf, wenn ich einfach keine Ahnung habe. Und dann halte ich ja mal die Schnauze, wenn ich von denen keine Ahnung habe. Und lass den Chat einfach die Fragen, ja, beantworten. Hier das, sagt jemand, weißt du? Nick Shorty schreibt, ja, Motorschiff. Siehst du? Ist das so? Das oder müssen, weil es mehr Jungfrauen sind. Die Antwort gefällt mir besser, ja, weil die, ja, die zeigt, dass der Humor aufgegriffen aber wurde. Ja, ja, danke dafür. Ariel sieht anders aus. Und wenn, dann wäre es ja auch Mutterschiff sonst. Also ist ja auch, oh, klar. Mutterschiff, ja, ist es. Ja, Mutterschiff. So. Mutterschiff Stubnitz. Ja. Die Schiffe sind verheiratet zu den Captains. Was? Hä? Nee. Oder? Maritimes Stück. Maritimes Stück gefällt mir auch gut. Maritimes Stück. Das gefällt mir gut. Das ist so, Auto ist noch da? Ist unser Traumauto auch noch da? Ja, ne? Ja, weil stell dir mal vor, wenn dein Auto jetzt weg wäre, wäre das Skateboard auch weg. Dann könnte ich halt gar nicht jetzt cool Waterboarden auf dem Wasser. Aber, ja, richtig. Aber wie du gesehen hast, das ist ein Hoverboard, ja, weil es hat keine Rollen. Also muss, genau, da schon, ja, Marty McFly mitmachen. Wir hatten beide den gleichen Gedankengang für den Gag. Du hast ihn anders interpretiert als ich. Okay, dann spulen wir kurz zurück und du, ja, machst ihn jetzt nochmal. Ja, okay. Sag nochmal, was wäre, wenn das Auto weg wäre? Das wäre total doof, weil dann wäre das Skateboard weg. Ja, das stimmt, weil das ist ja noch, also... Chris, weißt du was? Halt's Maul! Halt's Maul einfach! Pi, möchtest du nochmal? Das wäre ja total doof, wenn das Auto weg wäre, weil dann wäre das Skateboard ja weg. Genau. Ja, ihr merkt schon, die Verbindung ist ideal. Ja. Helge Schneider würde sagen, ist ideal. Ja, wirklich, ist sehr gut. Maritime Seekuh. Ist die Platte noch da? Nee, also warte, die ist weg. Warte mal! Warte! Warte, 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 warte! Warte, 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 warte. Ist sie runtergefallen? Nee. Ja. Ah, okay. Ah. Ich dachte auch schon Panik. Wie schnell seid ihr? Ja, echt. Okay, wir, ja, müssen hier hinter dem Möwenpick glas. Wow, oder jemand war ultra sauer. Ich schmeiß sie jetzt hier. Mit der orangen Weste. So, jetzt. So, da ist sie. Ich dachte schon. Wow, ich dachte auch, wie schnell. Ja. Aber dann hättet ihr Hallo sagen müssen. Ja, da hättet ihr Hallo sagen müssen. Gut, gehen wir ins Auto, es wird jetzt auch kalt. Reicht auch mit Hafen, ist gar nicht so geil hier. Nee, reicht auch. Wir sind doch jetzt nicht mehr online, ne? Oh, scheiß Pressetermin. Ja.
Guck mal, hier ist ein Presseauto. Guck mal, das geht voll. Das ist gut. Gefällt mir. Geil. Mach mal auf. Geil. Geil. Passt, ja. Schön. Oh, sieht doch ganz schön aus hier. Ja. Obwohl, so ein richtig schönes Trucker-Schild. Micha. Micha. Ja, ist gut. Ist alles gut. Aber das ist schon geiler. Das hat Style. Mechaniker. Mechaniker oder Beton. Ja, aber mit Micha. Ja, habe ich verstanden. Verstehst du das? Beton-Micha, ne? Ja. Beton-Micha. Ja. Oh, komm rein jetzt. Ja, ja. Komm in die Karre. Also, die Platte ist noch da. Beeilt euch, Leute. Hier gibt es die guten Preise. Genau, für umsonst. Für umsonst. Ich muss mal wieder gucken, wie das hier geht. Ich weiß nicht, ob ich was gedrückt habe. Willst du mal von außen gucken? Ja, unbedingt. Wie man uns so sieht? Ja, ist wichtig. Also, dass halt nur ich im Bild bin, das ist immer das Wichtigste. Ja, ich weiß. Ich dreh's nochmal heimlich. Ehrlich. Ich dreh's nochmal heimlich so, dass man auch den Krogmann besser sieht. Ja, ist geil. Hat sich gelohnt, ne? Scheiß. So. Guck mal, hatten wir eben eine Funkverbindung, ein Funkverbindungsproblem. Ja. Hast du gleich ein paar Leute, die dann nicht wiederkommen, die dann sagen, nö, das, wenn das so unprofessionell ist, ja, dann will ich damit nichts mehr zu tun haben, mit der ganzen Sauerei. Das kann ich auch verstehen. Ja, aber da ist man auch schon ein bisschen gestresst. Da hat man auch schon, weißt du, ja. So, was macht man jetzt? Die Technik. Du, wir könnten jetzt entweder, also ich muss auch gleich pinkeln. Mhm. Ey, wärst du da mal gegangen. Ja, ist wirklich. Kannst du jetzt noch gehen? Ist mir jetzt. Ja, wollt ihr kurz noch euch unterhalten? Ja, wir machen das schon. Dann pinkel ich kurz einmal noch. Okay. Ja. Wollen wir 30 Sekunden unangenehme Stille machen? Ja. Okay. Und dann aber 30 Sekunden angenehme Stille. Mögt ihr Erdnussflips? Okay. Wieso? Wie kommst du jetzt durch? Ich habe noch ein paar Reste. Ich dachte, weil du gerade pinkeln gehen willst, dass du kommst auf Erdnussflips. Ich habe auch die Nierensteine. Ich habe ein paar dabei. Ja, bitte. Ja, sehr gut. Gut, ich beeile mich. Okay. Ja. So. Es ist ja super modern im Internet seit Jahren schon. Unboxing? So Unboxing-Videos. Ich wollte sagen, so Taste-Tests zu machen. Okay, weißt alles du? Klar. Ist der vegan? Ich glaube nicht. Da ist so ein Insekt drauf. Buffalo-Würmer. Semsam. Ach, ohne Witz, das ist hier ein Insekt. Ja, okay, probiere ich jetzt mal. Okay. Wusstest du eigentlich, warum warum Ameisen nicht in die Kirche gehen? Na? Weil sie Insekten sind. Okay, guck mal, du siehst ja sogar die Würmer. Ah! Okay, warte, ich probiere mal mit dem ganz großen Bissen. Gefällt mir sehr gut. So gut, dass du ihn für später aufhebst. Ja, das Beste kommt zum Schluss. Hey. Und was ist Schoka-Cola? Schoka-Cola ist wahrscheinlich nicht Schokolade mit Cola. Das wird viel zu offensichtlich. Ich krieg's nicht auf. Doch, da, hier ist ein... Ah. Okay, was ist das? Sind so Sachen drin? Oh. What the... Oh. Das riecht schon... Das ist einfach Schokolade. Das ist einfach Schokolade. Aber da ist wohl Koffein mit drin. Ich schau mal kurz, wie viel. Ah! Ganz viel! Ah! Ja, komm, wir fahren los. Besser Energiesnack. Aber ich habe noch was anderes mit. Ja, ich habe auch Kekse mit. Die sind vegan. Guck mal, hier. Ich hab, willst du einen Keks? Ich habe noch mehr Kekse. Wir haben Lord of Lost Kekse mit. Heftig, ja gerne. Ja, fett. Machen wir gerade zur Pause, ist ja Hammer. Ey, hier Mittag, ne? Mega. Digga. Oh, die Handwerker. Digga, die sind schlechte Dinger, da sind schon Würmer drin. Zeig mal. Guck mal, hier. Alter, das ist ein Insektenriegel. Frogi kriegt einen mit Lottel her. Willst du wirklich einen Insektenriegel jetzt essen? Ja, ich habe gerade schon hier. Genibbelt. Wirklich? Alter, ja, ich sehe es. Du bist ja krass. Da ist der Wurm drin. Junge, und wie schmeckt es? Dankeschön. Und wie schmeckt es so? Ja, ich probiere es wirklich mal. Ja. Oh, guck mal. Ey, wir essen jetzt Würmer. Ist es soweit? Das schmeckt halt wie jeder andere. Also so sesammäßig. Also ich Würmer merkst du nicht wirklich. Erstmal in meinem Leben, dass ich Würmer esse. Zum ersten Mal in deinem Leben, wo du bewusst Würmer isst, würde ich jetzt mal würde ich auch sagen. Denn die anderen leben ja in mir. Oh. Ja. Aber... So ein Bandwurm. Kann man gut von abnehmen. Bandwurm. Ey, Bandwurm. Ich hab neulich... Ja. Ich gucke ja gerne Serien und Filme in Originalsprache. Ja. Und neulich, ich glaube bei Big Bang Theory war das, da fiel auf einmal das Wort Tapeworm. Ich so... Leute, what the fuck? Sagt nicht, dass Bandwurm auf Englisch wirklich Tapeworm heißt. Habe ich nachgeschaut, ist wirklich Tapeworm. Really? Tapeworm. Also wie das Tonband. Ja, ich habe so gelacht, Tapeworm. Das ist, klingt so eingedeutscht, ne? Trolley Bites. Ich guck mal, ob der Würmer das. Also ich muss sagen, ich war. Nee, ein Wurm, das ist nichts für mich. Das sind Next-Level-Gummis. Da ist nichts für mich. Die schmecken Hammer.
zwei. Wer die gemacht? Fans von uns tatsächlich. Die haben die uns, als wir auf Club in Glitter Tour waren. super lecker. Ich heb mir den Rest für später auf. Nee, das ist echt gut. Die sind super lecker. Ja. Entschuldigung, wo? In Hamburg. Auf jetzt. Club in Glitter Tour. Wir haben Blues gespielt, haben da Unterhaltungsmusik gemacht und da haben uns Leute so eine riesige Holzbox vorbeigebracht. Wir sind ja jetzt quasi, das ist total weird, wenn du irgendwann so, das meine ich jetzt gar nicht arrogant, aber das rein faktisch, wenn du irgendwann an Zahlen, an so Konzerthallengrößen angekommen bist, wo du dann bewusst eine Clubtour machst in kleinen Clubs. Mhm. Und sagst so, wir machen nur bis maximal 500 und das ist dann klein. Das ist ein ganz verrücktes Gefühl. Ja. Mhm. Das ist dann Ausfall. Ich meine, Köln 500 Leute waren 2,5 Stunden ausverkauft. Das war dann so, wow. Und das haben wir jetzt gerade gemacht zur Album-Release und haben auch das komplette Album gespielt. Bevor die Leute irgendeinen anderen Song gehört haben, mussten die erstmal das komplette Album performen. Mussten die durch, auch die, die es scheiße finden. Wird abgeschlossen. Ja. Das war geil. Und es hat unglaublich Spaß gemacht. Wir mussten leider abbrechen nach 3 Shows, weil unser Drummer krank geworden ist mit einer bakteriellen Mandelentzündung. Oh, so richtig hart. Aber komplett im Arsch. Mit Kotzen und nicht mehr stehen können und umfallen und Fieber. Nee. Und also gar nicht geil. Das tat mir auch sehr leid, dass ich das gelesen habe, weil ich genau weiß, was es auch für die Fans bedeutet, für euch bedeutet und auch wieder. Und das weißt du, obwohl du Schlagzeuger bist. Und das ist wahr. Ich hab ja meinen Chat und die sagen mir dann ja immer, was da draußen abgeht. Ich bin ja sehr dumm. Und du hast ja auch dann organisatorischen Aufwand hinterher. Das dauert ja auch alles ewig. Vertragsgeschichten und dies, das. Ersatztermine finden, damit das alle wirklich Zeit haben. Mhm. Vor allen Dingen, Leute, das ist echt teuer. Mhm. Weißt du, wir aufgrund der Strecken und der Zeiten sind wir halt mit einem Nightliner gefahren. So ein Nightliner kostet halt, keine Ahnung, 2.000, 3.000 Euro am Tag. Und wenn dann 2 Konzerte ausfallen und du zahlst die Crew und den Nightliner. Also die so eine Tour wird dann ganz schnell mit Ersatzterminen, wird sie dann zu so einer, na, wie soll man das sagen? So eine Nullnummer, genau. Ja. Nullnummer klingt jetzt so, als würde es keinen Spaß machen. Aber es ist dann das der finanzielle Aspekt ist natürlich wichtig, um als Musiker davon zu leben. Genau. Und auf einmal ist so, ui, aber was willst du machen? Man kann natürlich über Versicherungen sprechen, aber auf unserem Level machen solche Versicherungen noch keinen Sinn. Schein teuer, ne? Das ist, genau. Das macht echt erst Sinn, wenn du so ab Sporthalle aufwärts. Ja. Und da musst du es auch machen, weil sonst wirst du mit einer Schuhe aus Welt pleite. Ich finde das spannend, dieses Thema mit dem Geld, dass man sich als Musiker, man redet mit den Fans, ja? Und dann hat man, glaube ich, auch das Gefühl, dass man den Fans immer wieder erklären muss, dass man ja auch Geld verdienen darf und muss an der ganzen Geschichte. Das ist leider so, aber... Und das finde ich aber leider Quatsch, weil du sagst auch nicht bei einem Bäcker, wenn du dir ein Brötchen kaufst, ach, du willst Geld dafür haben, weißt du? Und ich finde das absolut legitim. Und es ist ja nicht so, dass ihr das aus Geldgeilheit macht, so, sondern ich kenne dich ja schon wirklich jetzt so lange, dass ich auch weiß, dass du mehrere Bandprojekte hattest und so lange daran arbeitest. Es ist ja nicht so, das möchte ich den Menschen auch mal sagen, wenn es jetzt heißt, Lord of the Lost könnten zum ESC fahren. Es gibt den Vorentscheid. Mhm. Dann gibt es bestimmt Leute, die sagen, oh, von jetzt auf gleich haben die Erfolg. Das ist ja Bullshit. Du arbeitest ja dein ganzes Leben dafür, quasi, dass es weitergeht. Und das sehen Menschen dann nicht mehr. Das ist genau der Punkt. Mir wurde tatsächlich nach unserem Nummer 1 Album wurde mir von einigen Leuten zum Übernachterfolg gratuliert. Und ich so, war eine lange Nacht, Leute. 25 Jahre. Ja. Lange Nacht. Und das merkt man bei dir aber auch, dass da jetzt kein ausgeklügeltes Businessmodell hintersteckt. Ey, wir brauchen jetzt die Leute, damit das jetzt irgendwie funktioniert. Ja. Wir sind nach wie vor DIY. Alle Ideen kommen von uns. Wir holen uns immer Leute, die uns helfen, weil wir natürlich vom Aufwand her nicht alles betreiben können. Mhm. Aber es ist nicht so, dass wir uns jemand ins Boot holen von wegen so Leute, wir sind jetzt hier in dieser coolen Agentur in Berlin, gibt uns Ideen, gibt uns Content. Ja. Sondern wir sind eher so, dass wir sagen, okay Leute, wir haben eine Idee, aber wir brauchen jemanden, der uns hilft, den Content zu kreieren. Wir brauchen jemanden, der das macht, der die Anzeigen schaltet, dies und das. Und da haben wir ein Label, eine Booking-Agentur, arbeiten mit Promotion-Agenturen zusammen. Aber es ist immer unsere Idee. Wir sind immer die treibende Kraft. Und das ist das Wichtigste für uns, dass wir Bock drauf haben. Und die meisten Sachen, die wir machen, die entstehen aus Schnapsideen. So. Ja, glaube ich. Also wirklich, wir sitzen rum, ganz häufig sind es Pi und ich auf irgendwelchen langen Autofahrten oder wenn wir zusammen Seil springen oder Sport machen und dann fangen wir an zu reden und dann so, das wäre voll witzig, wenn wir mal so. Und dann denkst du so, ja, aber eigentlich wäre es auch richtig geil. Und wie kann man das machen? Und die wichtigste Frage ist natürlich bei der Umsetzung von solchen Projekten immer Geld. Weil Musik machen heißt nicht nur Geld verdienen wollen, sondern heißt auch immer wieder ganz viel Geld ausgeben. Jo. Und dann drehst du ein Musikvideo,
mit irgendeiner Schnapsidee und denkst dir, wow. Das ist ja auch so ein Trugschluss, wenn Bands wachsen und das alles super flashy aussieht und man sieht, oh, da kommen jetzt aber mehr als 500 Leute zur Show so im Schnitt. Mhm. Und man fährt mit Nightliner und macht dies und das. Vor allem kostet das alles auch erstmal mehr Geld. Ja, natürlich. Aber der Trugschluss ist, ich verstehe auch, der ist sehr einfach, dass man denkt, oh, jetzt verdienen die aber Asche. Na, die Leute rechnen so. Die sagen, okay, guck mal, kleine Clubtour, nur 500 Leute können rein. Das Ticket war relativ teuer für eine kleine Clubtour, 27 Euro. Dann holen die Taschenrechner raus und rechnen 27 mal 500 und denken so, boah, die haben gerade, keine Ahnung, 14.000, 13.500 Euro verdient, das durch 5, die sind zu 5. Super rich. Boah, das jeden Abend. Boah. Jeden Abend, jeder 2.600 Euro. Da musst du erstmal sagen, Leute, nee, wir sind auch noch quasi, du bietest die Konzerthalle, die Crew vor Ort, deine eigene Crew, Nightliner, erstmal gehen noch Prozente an die Booking-Agentur. Ach, jetzt bezahlt eure Angestellten sozusagen. Ja, ja, also wenig und selten, aber ja, klar. Obst und Wasser gibt es. In Körperlichkeit. Ja. Also, das ist so, natürlich verdienen wir damit Geld und das ist auch alles cool, aber so dürfen die Leute nicht rechnen. Wenn die das bei den ganz großen Artists machen, sagen, oh, Colorline oder Barclaycard, wie auch immer, Arena, ja, da kommen 100.000 Leute, Ticket kostet 100 Euro, boah, also so läuft es halt nicht, ne? Das ist halt... Nee, und deswegen finde ich das ganz gut. Ich finde, das Thema ist auch unsexy, muss ich ehrlich sagen, aber ich finde es gut, wenn man das einfach mal beleuchtet und das einmal mal klipp und klar sagt, damit man auch nicht immer in dieser Erklärnot ist, die du ja eigentlich nicht hast oder ihr nicht habt, aber man hat dieses Gefühl, dass man dieser ist. Ja, aber ich finde, manchmal kann man solche Sachen auch berichten, ohne das Gefühl zu haben, einfach nur um Awareness zu schaffen. Genau. Und um wirklich Transparenz zu schaffen. Also wir haben ja unser eigenes Festival seit letztem Jahr, das Lordfest, was wir im Dezember gemacht haben, auch dieses Jahr wieder im Dezember machen. Vorverkauf läuft noch nicht. Aber ich werde das tatsächlich mal so machen, weil das machen wir auch in einer Arena für 3.500 Leute. Oh wow. Haben wir letztes Mal auch schon gemacht. Und ich werde tatsächlich mal diese Costing-Liste mal veröffentlichen in Absprache mit dem Veranstalter und der Booking-Agentur. Weil da wird es dann den Leuten schon schlecht, wenn die sehen, okay, für den Abend werden 22 Securities gebraucht, die für 7 Stunden da sein müssen und jeweils 27 Euro die Stunde bekommen. So, also das ist ein Punkt. Das ist so krass. Sanitäter, ja. Dies und das und Bums. Und wenn du dann merkst, so, alles klar, diese Show kostet 75.000 Euro und wenn das drin ist, verdient irgendjemand Geld. Das werden wir tatsächlich mal öffentlich machen, dass die Leute es verstehen und nicht nur so eine Zahl bekommen von 75.000 Euro, sondern das sehen, ist unnormal viel, ey. Das sehen so, wow, okay, so eine Arena-Produktion und das ist ja noch eine kleine Arena, klar. Das ist eine Eishockey-Sporthalle in Wilhelmsburg hier. Ah ja, okay. Genau. Die, wie heißt die nochmal? Edeloptics-Arena. Aber das ist eine schöne Location. Die ist richtig cool. Die hat auch so einen oberen Rang, oder? Ja, genau. Ja, Hammer. Und dass die Leute das mal verstehen, weil ich glaube, das geht es gar nicht darum, um Mitleid von wegen so, ey, wir armen Musiker und wir sind gar nicht so rich, wie ihr denkt, sondern einfach zu sagen, so Leute, guck mal, das ist auch Teil des Business, sich mit sowas auseinanderzusetzen. Das kostet die Show. Ja. Und so viele Leute wollen an diesem Abend für ihren Job Geld verdienen, damit ihr Spaß haben könnt. Und wir wollen unterm Strich alle Spaß haben. Ihr als Zuschauer und wir und diese 100 Leute, die arbeiten an dem Abend, auch mit ihrem Job. Und solltet ihr irgendwann mal ein bisschen Kohle damit machen oder mehr, dann musst du das auf deine 26 Jahre Longtime Music Project mal gegenrechnen. Ja, ja, genau. Dann ist das nämlich gar nicht mehr so krass wahrscheinlich. Genau, also wir machen ja tatsächlich Kohle mit der Mucke und auch mit Merch. Und auch, wir haben ja die krassesten Fans der Welt, die haben uns selbst in der Pandemie, unser Merch ist nicht eingebrochen. Komplett den Arsch gerettet, so, ganz im Gegenteil. Es ist sogar mehr geworden, weil die kein Geld für Konzerttickets ausgegeben haben. Die haben uns den Arsch gerettet. Aber das ist natürlich, trotzdem muss man das auf diese Jahre, Lord of Lost gibt es seit 2009, aber ich mache ja auch schon länger Musik und alle anderen auch, aber ich bin nun mal der Älteste aus der Band, deshalb ist bei mir quasi die Zeitspanne am längsten. Du hast recht, wenn man das mal so zurückrechnet auf ab da, wo ich so 20 war oder so. Ja, ja, genau. Weil in anderen Berufen hast du die Möglichkeit, nach dem Studium oder nach der Ausbildung Geld zu verdienen, ne? Genau, das oder ist, schon während der Ausbildung. Oder so. Ja. Das ist natürlich in dem Fall wirklich anders und ich erinnere mich auch daran, und das ist, glaube ich, auch nicht zu viel gesagt, während des Studiums hast du mal gesagt, so, ey, ich bin jetzt, weiß nicht, Unterricht ging um 10 Uhr los oder so, keine Ahnung. Und dann hast du bis 4 Uhr gearbeitet oder so. Ja, ja. So, das war ja für dich auch Standard und ist krass. Also du musst ja auch dann ein gewisses Nervenkostüm haben und auch die Ausdauer, das durchzuziehen. Ey, wir haben 2012, das war vor 11 Jahren, haben wir Eisbrecher supported. Da waren die gerade auf dem Level, wo die so im Schnitt vor... Grüße an Rupert. Genau, Grüße an Rupert. Da haben die zu der Zeit im Schnitt so vor 1000 Leuten gespielt. Das heißt, das war für uns so eine riesengroße Tour.
Und so eine Support-Tour finanzierst du dann dementsprechend selber. Wir haben da keine Gage bekommen, sondern dementsprechend, ne, alles selber finanziert. Und wir hatten kein Geld mehr für Hotels. Wir haben bei Fans geschlafen. Ihr habt uns aufgenommen. Und das ist nur vor 11 Jahren gewesen. Ja, krass. Und das ist total verrückt. Ja, das ist krass. Da gab es dann teilweise, ach, oh Gott, ihr seid doch so viele. Habt ihr auch noch Crew so ein bisschen mit? Oh, ja, verdammt, naja, dann gibt es nicht noch ein Bett. Luftmatratze haben wir nicht mit, dann schläfst du auf dem Küchenstuhl. Aber also haben wir gemacht, ne? Das aber die Community dazu. Kennt ja den Spruch und ihr auch. 5 sind geladen, 10 sind gekommen, gieß Wasser zur Suppe, heiß alle willkommen. Ist das aus der Bibel? Das ist Michael Croxman, einer der größten Gläubiger unserer Zeit, aber ja, nur juristisch gesehen. Nicht Gläubigen, sondern ja. Gläubiger. Genau so ist es. Aber du gehst in die Kirche, du bist auch so ein Gläubiger. Ja, ja. Ja, ich habe hier ein bisschen was am Stecken. Ja. Oh, hier ist das Fleet-Schlösschen. Hier ist es wunderschön. Ja, ich traue mich nicht immer hier alles zu zeigen, weil ich will das Video noch hochladen und ich habe Angst, dass wir hinterher alle Gesichter rausblurren müssen. Deswegen lasse ich das einfach auf uns, aber es ist gerade hier sehr schön. Ach, ist das tatsächlich so? Musst du sowas machen? Wir fahren durch die Speicherstadt. Also tatsächlich gab es... Erklär mal, wie das interessant. Also letztens, ich bin kein Jurist und habe wirklich nicht so viel Plan davon. Ich weiß nur, dass das Recht am eigenen Bild natürlich ober viel wert ist. Und das ist auch gut so, weil keiner von uns hat Bock drauf, einfach für irgendwas gefilmt zu werden. Klar. Und wenn du hier gerade rumlatscht und ich glaube, wenn ich jetzt eine Gruppe an Personen hätte, die ich jetzt filme aus der Entfernung, das ist jetzt auch nur gefährliches Halbwissen, dann wäre es okay, weil keine Person an sich im Fokus stünde. Mhm, okay. Wenn aber jetzt jemand hier am Auto vorbeifährt, mit dem Fahrrad oder geht und diese Person ist wirklich länger drauf oder zumindest gut erkennbar, dann ist das ein Problem und da kann die, glaube ich, auch rechtlich dagegen angehen. Ja, also ich glaube, da muss man einfach ein bisschen aufpassen. Anders ist es, glaube ich, bei Konzerten oder wenn du im Freizeitpark rumläufst oder so, weil ich glaube, da hast du dann schon mit den AGBs der Eintrittskarte sozusagen dein, also du akzeptierst das Hausrecht sozusagen. Ja. Und da müsste ich mir, wenn ich da jetzt filmen würde, von dem Hausrechtbesitzer das Recht einholen, dass ich da filmen dürfte. Wie machen die das bei Dokus, wenn du, keine Ahnung, Spiegel TV guckst und die drehen irgendwo in der Innenstadt? Da sind ja auch die Leute, die hinten vorbeigehen, nie irgendwie ausgeblurrt. Ist das dann so bei TV so ein Sonderding? Nee, ich glaube nicht. Wahrscheinlich ist das da, aber genauso, dass die dann in der Masse untergehen, schätze ich mal. Die Leute, die du interviewst, haben natürlich dann eine Drehgenehmigung. Ja, theoretisch müssten wir auch ein Schreib machen, wo drauf steht, ja, ist alles okay, kannst du benutzen. Ja. Aber da jetzt vor der Kamera sitzt und das natürlich jetzt gerade jetzt nochmal reinspricht, ist ja alles okay, sind wir juristisch. Du findest das okay? Für mich persönlich ist es gar kein Problem. Consent. Gut, könnt ihr gehen? Alles klar, ciao. Skateboard nehme ich aber, ne? Ist ja, gut. Bitte. Zu schweigen heißt nicht ja. Hierauf werde ich nicht antworten. Das ist ganz das heißt nicht, Hier vorne in diesem Haus, was neu gebaut ist, vor, keine Ahnung, 10 Jahren oder so, war unten drin früher das Knust. Ah, okay. Das ist jetzt, das Knust ist ja jetzt da, wo früher, also früher ist der Schlachthof. Mhm. Also, und da war das Knust. Und da habe ich 1999 das erste Konzert gespielt mit meiner ersten Band, was nicht innerhalb unseres Schulgebäudes stattfand, so schülerbändig, sondern wirklich? Also wirklich richtig draußen. Oh, 1999 geil. Da. Geil. Kannst du dich daran erinnern? Der erste Auftritt vor? Eigentlich schon, oder? Ja, natürlich. Klar. Das war geil. Also ich hatte damals eine Band Feel, ist auch so. Also es war so der logische... Skatepunk natürlich. Nee, es war nicht der logische Vorgänger von Lord of the Lost. Das ist jetzt stilistisch nicht so viel anders gewesen. Hab das dann aber eingestampft und ein paar andere Sachen gemacht. Aber ich kann mich da total gut dran erinnern. Also, und das 24 Jahre ist das jetzt her. Ja, das ist absurd. Und dabei bin ich erst 21 Jahre alt. Krass. Wie macht er das? Wie macht das? Er hat wahrscheinlich die Salbe von Uschi Glas. Und da ist unser Steuerberater. Hallo, grüß dich, Dieter. Grüße an den Steuerberater. Moin. Ja. Na? Danke. Immer alles. Ja, du, Steuerberater habe ich auch eine gute Beziehung zu. Aber wirklich eine positive. Du musst immer nachzahlen halt. Ne? Immer zahlen, dann geht das schon. Also ich suche das mit der Empfangsdame. Nee, die kenne ich gar nicht. Aber wir kennen unsere schon. Ja? Ja. Ist Fan? Weiß ich nicht. Nee? Ich habe sie nicht gefragt. Hast du dir kein Skateboard mitgebracht? Nein. Noch nicht? Nee? Nein. Aber das muss ich eigentlich mal machen. Der Empfangsdame vom Also du sagst, ich glaube, sie ist schon Skaterin auch. Meinst du? Meinst du? Ja. Frau Fischer, ich habe Ihnen ein Skate-Deck mitgebracht. Ein was? Das sind ja gar keine Rollen. Grüße ja, an ja. Frau Fischer. Übrigens, wo ihr eben oder du über Eisbrecher gesprochen hast, muss ich euch auch nochmal sagen, ich kenne jetzt
ich sag mal so ganz salopp gesagt, eure Szene ein bisschen besser. Mhm. Zumindest die Hamburger Szene. Ich hatte letztens Kontakt zum Rupert Keplinger, der bei mir auch im Studio war. Ey, super geiler Typ. Der übrigens Blood & Glitter mitgeschrieben hat. Genau, mit dem. Wirklich? Hammer. Genau. Ja. Ja, der Rupert, der soll mir auch mal ein Lied schreiben. Oder du auch, ey. Mach mal. Wir haben dir ein Lied geschrieben, Mann. Ja, wir haben super Spaß. Weiß ich, das war geil. Ja. Aber, wo ist das Aber? Ja. Aber ich möchte, dass der Text nochmal von der KI übernommen wird. Ich möchte den Text nochmal von der KI haben. Ja, okay, mach das. Krugmann 2 und Krugmann 1 und Pi featuring haben super Spaß. Pi 3. Song ja. von der KI geschrieben. Das hätte ich gerne. Nee, es war geil. Und dann hatte ich noch hier den California von Mono Inc. hatte ich auch noch da. Und da ist mir aufgefallen, okay, die Welt ist klein. Man kennt sich, ihr kennt euch ja alle irgendwie. Ich finde die Welt ziemlich groß. Geht. Wirklich. Geht. Weißt du doch, hier SpaceX, Elon will ja schon einen anderen Planeten besiedeln. Die Welt scheint klein zu sein. Ja, der kann ja schon mal vorfahren. Ich komm nicht nach. Der soll das Bett schon mal warm machen. Ja. Die Welt ist nicht so groß. Also zumindest schaffen wir es, die kaputt zu machen anscheinend. Kann man das nicht, sehr gut, muss man da mit Raketen hinfahren? Kann man nicht eine Seilbahn machen? Ach, die geht nicht, weil es die Welt dreht, ne? Die dreht sich halt. Ja, okay, aber zum Mond würde es gehen, weil der Mond dreht sich in der gleichen Geschwindigkeit, dass wir halt nie die andere Seite des Mondes sehen. Du könntest also mit einer Seilbahn theoretisch zum Mond. Weil die andere Seite wird ja von den Nazis besiedelt. Aus T-Rex. Genau. Also die können wir halt nie sehen. Ja. Die ist halt immer vom Mond immer die gleiche Seite. Ja. Bau mal die Seilbahn. Sind die Sternbilder eigentlich, sind das echte Figuren im Himmel? Ja. Okay, cool. Ja. Ich würde gerne so ein ikonisches Bild noch mit euch haben. Ja. Und zwar würde ich jetzt gerne zur Reeperbahn fahren. Ja. Und ich würde gerne irgendwo hinter der großen Freiheit oder so parken. Und schlimm, dann wäre einmal noch die große Freiheit runter. Ja, ja, geil. Ist das dann fahren wir in die Schmuckstraße am besten. Da kann man mit Chance parken. Ja. Das ist doch irgendwie ganz schön. Weil ich glaube, das ist für viele Leute auch so ein. Das finden viele Leute interessant. Ein kleiner Inside-Tipp übrigens. Also solltet ihr nicht aus Hamburg kommen und ihr wollt St. Pauli erleben und ihr wollt ein Erlebnis mit einer Prostituierten. Und ich sage mit Absicht nicht Nutte, ich sage Prostituierte oder Hure, was übrigens kein Schimpfwort ist, um das mal hier zu erklären. Das hat mir eine Hure erzählt, dass Hure kein Schimpfwort ist, Nutte schon. Sondern es ist eine Berufsbezeichnung. Und ihr wollt das in der Schmuckstraße. Ist es ein bisschen spezieller, denn in der Schmuckstraße sind maßgeblich transsexuelle Prostituierte unterwegs und ihr müsst euch halt vorher entscheiden, ob ihr darauf Bock habt oder nicht. Nicht, dass es Überraschungen gibt, nicht, dass ihr nicht, dass ihr dementsprechend eine Erwartungshaltung habt, welche auch immer es sei und die nicht stattfindet. Schmuckstraße ist quasi dort spezielles Gebiet. Aber man kann wirklich sagen, auf Pauli ist für jeden was dabei. Definitiv. Ja. Und genau. Du kannst ja auch hingehen ohne jetzt direkt. Ne? Nein, das geht nicht. Nee. Auf Pauli bist. Nee, fahr hier. Hier? Besser? Ja. Okay. Nee, ich wollte nur sagen, dass ihr Bescheid wisst, ne? Dass ihr ganz zielgerichtet eben die Schmuckstraße ansteuern könnt. Oder eben auch nicht. Andere Spur, die rechte. Ja, schaffe genau. Ja, guck mal, ey, hier schreiben auch schon Leute mit. Hier lernt man noch was. Noted. Ja, sehr gut. Das ist wirklich ganz interessant. Es hat mir eine Bekannte, die eben Hure war, hat mir das erzählt und mir hat es auch mal eine Hure tatsächlich erzählt, mit der ich ins Gespräch gekommen bin auf St. Pauli, weil irgendwann kennt man sich durchs Hallo sagen, weil die ja immer in den gleichen Ecken stehen. Und da hatten wir die Diskussion, ich fand es super interessant. Nutte wird als Schimpfwort wahrgenommen, weil die sagen, eine Nutte ist eine, die macht es für, keine Ahnung, für einen Gramm Crack auf dem Klo. Ah, okay. Und eine Hure, das ist auch wirklich die richtige Bezeichnung. Hure oder Prostituierte ist ein Gewerbe. Ja, klar. Das heißt, Hure ist tatsächlich kein Schimpfwort, also ist auch Hurensohn eigentlich kein Schimpfwort. Nuttensohn werden schon. Was ist mit der Beleidigung Uhrensohn? Das ist definitiv ein Schimpfwort, weil keiner möchte ja, keine Ahnung, von Eulen abstammen. Ich würde schon echt gerne meinen Kopf so weit drehen können. Ja, ja. Wir sind hier gerade am Heiligen Geist, Fels, Billantor Stadion, Bunker, der immer noch. Wo ich euch kennengelernt habe. Tatsächlich. Immer noch eine fette Baustelle. Bist du noch manchmal dort? Selten. Ich bin morgen tatsächlich dort, wegen Überraschung eines Pressetermins. Ah ja. Ihr geht gerade wirklich nochmal richtig die Meile, ne? Naja, ganz normal. Tatsächlich, wenn du jetzt die Chance hast beim ESC, beim ESC-Vorentscheid, die Chance hast, weiterzukommen,
Wir versuchen es einfach. Wenn, weiter geradeaus. Ja. Wenn wir es nicht schaffen, ey, alles super. Wir sind da ganz entspannt. Unsere Karriere hängt davon ja nicht ab. Und wenn wir jetzt nicht im Mai nach Liverpool fahren, dann fahren wir halt im Juni nach England, weil wir gehen nochmal mit Iron Maiden auf Tour. Das haben wir letztes Jahr gemacht, machen wir dieses Jahr wieder. Geil, Glückwunsch. Danke, danke. Hammer. Das heißt, wir sind dann nicht linke Spur. Wir sind dann nicht hammertraurig, aber wir würden uns natürlich sehr, sehr freuen, weiterzukommen. Das heißt, wir haben wirklich jeden Tag gerade Interviews, weil wir natürlich die Exposure, wie hier, ganz aktiv suchen. Klar. Normal. Ja. Ich finde es übrigens auch sehr, sehr angenehm. Also, letztes Mal schon bei euch im Studio oder jetzt hier, es ist einfach immer geil. Zweite links. Hier? Ja. Es ist immer geil, sich mit euch zu unterhalten und irgendwie ein bisschen, ja, das Leben schön zu genießen. Total schön. Zu leben. Deichkind, neues Album übrigens, mega, ne? Alter, Deichkind, so ein geiles, ja, ist gut, Album. Hab ich nicht gehört. Ja, ja, ja. Neues vom Dauerzustand. Anspieltipp, Fete verpennt. Oder Lecco Mio, das ist mein... Okay. Lecco Mio ist auch gut. Mein Shoutout. Lecco Mio. Lecco Mio. Das ist der Text. Ah, mega gut. Ah. Ich hab, wie heißt der nochmal? Links Philipp, und gleich rechts. Philipp heißt der, ne? Und dann kannst du, pass auf, links und gleich rechts und du kannst gleich hinter dem Schild auf der linken Seite parken. Ja, oder hier rechts auch schon, guck mal. Wow. Ja, direkt hier parken. Da wo du besser. Mag ich wieder, guck mal hier. Yeah. Lecker Kartoffelstampf, guck mal. Ja. Hast du gerade angehört wie so ein Fernsehkoch? Ja. Ja. Bist du auch ein bisschen, oh, oder? Herrlich. Oder war das eine Taube? Nee. Okay. Das war mein Rücken nur. Oh. Ja, Bandscheibe, ne? Ein Rücken wie Kartoffelstampf. Ja, geil, dann haben wir jetzt hier geparkt. Ja. Bandscheibe haben wir eben weggegeben. Dann gehen wir jetzt wirklich nochmal auf die große Freiheit. Finde ich gut. Ja. Wessen Handy ist das? Das ist der Chat, mein Handy. Ja. Du hast zwei Handys, ja, eins von Chat, ja, und eins von, ja, Fan. Du bist so rich, ich Alter. Super, ja, ich, nee, eben nicht. Ich habe ja kein Geld mehr, weil ich alles für Technik ausgebe. Eine schreibt, Chris, kannst dein Hotel an der Ostsee stornieren? Geschichte dazu. Ich habe mir ein Hotel gebucht, um in Urlaub zu fahren, zu dem Zeitpunkt, wo der ESC in Liverpool stattfindet. Umgekehrte Psychologie. Ich habe gesagt, wir verlieren sowieso, wir kommen nicht weiter. Ja. Okay. Das heißt, ich buche mir jetzt schon ein Hotel. Du bist schlau. Ja. Du bist schlau. Hast, ja, das heißt, wenn es dann heißt in der Show, Lord of Lost sind nicht weiter, sondern Icke Hüftgold ist weiter, ja, oder Patty Girl. Das dann so, freut er sich aufs Hotel. Geil, Ostsee. Ah, geil. Und wenn, wir doch weiterkommen sollten, denke ich so, ja, scheiße, Hotel anrufen. Ja, ich muss stornieren. Aber wann kannst du noch stornieren? Kannst du noch am Abend stornieren? Nein, du kannst ja bis eine Woche vorher. Ja, der ESC ist im Mai. Also der richtige Finale, ne? Ja. So, raus geht's wieder, ja, hier. Ist ja gut. Die Kamera nehmen oder so, Bums? Warte, ich steig du mal aus in, ja, Ruhe. Guck mal, hier seht ihr Krogmann beim Aussteigen. Ich geh raus jetzt. Ja. Geil. Ja, ja. Lecco Mio, Sag dir mal, findet ihr auch deutsche Rapper gut? Alle? Per se? Ey, zeig mal dein Cap. Da? Guck mal, Leute, das Cap hier ist von Kasper. Das ist Kasper, also ich würde sagen, ja, also einen deutschen Rapper finde ich schon mal gut. Ja, ist auch okay. Also ich, das ist jetzt nur Halb-Rap, aber ich bin ja auch der Produzent von Swiss und die anderen. Und das ist inzwischen auch nur noch Halb-Rap und auch viel Punk. Ich bin auch der Produzent von Ferris MC. Also wir sind auf jeden Fall... Sollen wir das Ding mitnehmen? Deutscher, ja, Sprechgesang, Halbsprechgesang ist schon ziemlich geil. Ja, natürlich. Wenn jetzt nicht gerade irgendwelche Mütter gegen ihren Willen geliebt werden. Ja, also ich stehe jetzt auch nicht so super auf diesen deutschen... Ja. Ich bin so böse, Gangster, fick deine Mutter. Das finde ich alles ein bisschen Banane. Drüber, ne? Ja, genau. Und auch so die alten Agro-Berlin-Sachen sind mir auch zu... Weiß ich nicht. Also, da. Rein textlich, ja, gesehen. Also ja, es gibt auch so Songs, zum Beispiel Du bist Boss von Kollega. Ey, was für ein geiler Text, der wirklich sagt, so, ey, du, es geht darum, du kämpfst, du hast zwei Jobs, weißt du, so um deine Familie. Du bist das Kind in der Familie eigentlich. Okay. Aber Mutter und Vater können nicht arbeiten, du hältst sie am Leben und so. Geiler Song. So, auch Leute wie Kollega, die auch teilweise Texte haben, wo ich denke, so, Bro, muss ja nicht sein, haben auch gute Sachen. Also das muss man differenzieren. Ja, absolut. Aber das ist klar. Ich bewerte immer jeden Song. So, und ich kann nicht sagen, dass ich einfach einen Künstler nicht mag, weil er einen Song... Aber ich habe von euch auch nicht erwartet, dass ihr komplett in Schubladen denkt und sagt... Gar nicht, ja, nee. Also das habe ich nicht... Also gibt's nicht mehr. Ja, das wäre ja auch unfassbar doof, weil wir erwarten ja auch von allen Leuten, die uns hören, dass sie nicht in Schubladen denken, weil wir ja nun tatsächlich... extrem zwischen den Stühlen hängt. Wir sind halt so ein offenes Regal, weißt du? Aber wir haben übrigens ein... wie der Schrank. Ja, wir sind ein offenes Regal. Ja, wir sind eine Freebox. Ja, also übrigens, wenn ihr mal Lord of Lost und Deutschrap zusammenhören wollt, wir haben auch einen Song gemacht mit Swiss und die anderen, der heißt Schwarz, Tot, Gold. Okay. Und auch ein Video dazu, also schmeißt mal YouTube nachher an. Ja. Schwarz, Tot, Gold, mega geile Nummer. Ja, hört sich gut an. Ja, ich bin gespannt. Also ich glaube, in eurem Sammelsurium an Künstlern und vor allem auch mit dem Studio, was da alle... Da gibt es eine Menge zu entdecken, glaube ich. Da kann man, glaube ich, da kann man sich austoben. Da findet man was. Ja, wir haben da in dem Studio, wo wir ja, also viele aus der Band auch arbeiten, machen
unglaublich viele. Also wir hatten jetzt, vor ein paar Wochen hatten wir Deep Purple da zum Songwriting. Wirklich? Ein Kollege von mir muss lachen. Mischt, hat gerade die Alice Cooper Live-Platten gemischt. Ich produziere gerade das neue Album von der Band, von der Tochter von Alice Cooper. Mega. Wir haben Nino De Angelo aus der Versenkung geholt, also ihm quasi seine Zweitkarriere. Warte mal, welchen Hit hat er nochmal? Jenseits von Eden, ne? Genau. Ja, kennen wir doch. Und von mir kam dann Gesegnet und Verflucht und das ist sein Album. Hammer. Gerade Gold bekommen, bald Platin. Also oh, Glückwunsch. Wir, haben da, wir sind da ganz vielfältig unterwegs und das ist gut, das ist wichtig. Super gut. So, jetzt sind wir doch hier eigentlich schon an dem Ort, wo es schön ist. Und zwar, möchte ich das einmal kurz zeigen? Bei der katholischen Kirche. Hier kann man, jetzt kippt hier die ganze Kamera um. Jetzt nein, pass auf. Meine Mutter hat unfassbar nervige Glocken. Geht. Ey, ohne Witz. Kirche direkt auf St. Pauli, auf der Großen Freiheit, ist wirklich eine katholische Kirche. Kein Witz. Das ist echt. Aber weißt du, was gegenüber von der Kirche ist? Eigentlich der geilste Ort der Welt. Die Thai-Oase. Ja, die früher auch ein Logo hatte, wo das O aussah wie ein V. Und alle immer dachten, es heißt Thai-Vase. Ja, ohne Witz. Die Thai-Oase kenne ich durch dich tatsächlich. Ach, waren wir da zusammen? Wir waren da mal, ja. Schatzi, schenken wir ein Foto und so. Ja, hab ich gesehen. Du warst in der Thai-Oase, das kann ich mir gucken. Ich war da und... Warte mal! Und unser Premium-Fan. Unser Bassist Klaas war da auch mal und er hat gesungen Hurricane von Scorpions. Geil! Ja. Und ich habe auch Paparazzi von Lady Gaga gesungen. Das stimmt. Ich erinnere mich nicht mehr, was ich da gesungen habe. Hallo, guten Tag. Ist aber auch okay. Also ich weiß nicht was, es war auf jeden Fall ein guter Abend und seitdem war ich da auch noch mal öfter. Es ist immer noch gut, ich war schon lange nicht mehr da. Ich war seitdem, glaube ich, auch nicht mehr da. Ja, geh mal weiter. Ich war gerade mal jetzt. Mach einfach weiter. Toll, diese Infos, die wir heute haben. Ja, ich filme euch mal kurz. Ja, ich filme uns mal kurz. Ich möchte so ein bisschen... Will er hier rein? Nee, will er nicht. Nee. Also, Thai-Oase, Großfrei 36, hello. Kennt man auch. Was macht man da? Keine Ahnung. Hier war früher der Funky Pussy Club. Der war hier? Okay. Ja, und dort hatte ich ein Erlebnis. Und zwar gibt es einen Lord of Lost Song, der heißt October 29. Und der geht um den 29. Oktober 1999, wo ich, nachdem ich sie 2 Jahre nicht gesehen habe oder ein Jahr, meine allererste Freundin Anna wieder getroffen habe und wir auf der Tanzfläche uns gesehen haben. Sie stand auf der einen Seite, ich auf der anderen. Und wir liefen aufeinander zu und haben uns geküsst. Oh. Und einfach so. Ja. So, aus dem Nichts. Chris hat den Lasso-Move gemessen. Genau. Ja, wirklich, Hammer. Und das war hier im Funky Pussy Club, jetzt Kolibri. Hier ist der Song October 29 entstanden. Weil das war am 29. Ja. Oktober. Micky Krause lief. Ja. Nee, das war so richtige, End 90er. Das war halt dann, so. Weißt du noch, welcher Song lief? Nee, aber es war irgendein Rockabend. Irgendwas mit so. Das weiß ich nicht mehr. Oder kann auch durchaus sein, dass Fettes Brot lief oder so, weiß ich auch nicht. Aber auf jeden Fall kein Schalala. Dann hier ist Olivia Jones. Oh, hier, auch geil. Gretel und Alfons, die gehört mit zu unseren. Da waren wir übrigens auch nochmal. Ja, da waren wir auch schon. Die gehört zu, weil ich darf ja die Leute nicht filmen, ich filme nur das Logo. Ja. Die gehört mit zu unseren Lord of Lost Stammkneipen, wo wir immer mal wieder sind. Das Geile an dieser Bar ist, das Publikum ist so durchmischt. Also wir saßen da neben buchstäblich Gretel und Alfons gefühlt, die dann zu Schlager getanzt haben, irgendwann klassisch getanzt. So ja, richtig, Foxtrot. So Pärchentanz. Gibt's noch die gleiche Bardame? Ja, Mutti. Mutti. Ja. Tanja. Ja. Tanja, Mutti. Die ist das tatsächlich. Die macht ihren Job da noch, ja? Genau, und ja. Mutti gibt's hier und Olivia hat ja nun auch den Spitznamen Mutti. Also quasi hier ist Mutti. Mutti. Und hier ist Mutti. Ich habe gerade was zu sagen. Ja, bitte. Gretel und Alfons. Ich habe da mal mit dem Sohn von Ice-T Bier getrunken. Wow. Wirklich? Und war im Bodycount da gespielt, in Großfreiheit. Ja. Und da bin ich danach. Da war auch Klaas bei dem Bodycount. Ja, das war überragend. War das Doppelkonzert, wo die zwei Konzerte an einem Tag gemacht haben? Und ich war beim ersten Konzert. Ja. Und dann in der Pause bin ich hier hingegangen und hab Bier getrunken. Und da war der Sohn von Ice-T, das war Little Ice. Da haben wir auch ein Foto gemacht. Richtig geil. Nice, und da hat mir kurz vor der Woche dann auch Ice-T bei Instagram gefolgt, weil ich mit seinem Sohn Buddy war. Wirklich, kein Scheiß. Da würde ich sagen, Eisenstein. Ja, dankeschön. Dankeschön. Warte kurz. High five. Alles klar, sehr gut. Mensch, Krugmann. Ja, Krugmann 2 und Krugmann 1. Ja, ja. Krasse Geschichte. Ist Wikipedia ist geändert. Ob die Platte wohl noch da ist? Ich habe keine anderen Gedanken mehr. Du fährst auch nachher nochmal hin und checkst. Nehm ich selber. Und checkst das auch. Ja, genau. Scheiße, ich muss dir nämlich jetzt. Entschuldige dir, jetzt habe ich dir die extra mitgebracht. Ah, das machst du auch machen. Der Typ, ganz kurz. Der Typ. Ja. Wir wissen nicht, wie er heißt. Ich filme ihn von hinten ganz kurz. Ja. So. Aber wir nennen ihn James. Wir alle, weil ich muss immer an James Hetfield denken. Der Typ ist. Genau, der Typ ist quasi. Der steht immer vorm Edeka, trinkt Bier.
und hat meistens irgendwie irgendeinen kleinen so einen Walkman dabei mit so einem kleinen tragbaren Sprecher und hört Metallica. Oh Gott, geil. Und das ist, ich weiß nicht, wie er heißt, aber für mich ist er James. Ich würde ihn gerne zum neuen Song befragen, Luxi Turner. Mir gefällt er, aber ich würde gerne wissen, was James dazu sagt. Oh, und noch was ganz kurz. Viele kennen das als YouTube-Video. Hier, noch ein Problem. Ja, besser ist. Ja. Das war hier. Ja. Hier. Hier besser ist, genau. Ah, genau. Moin Werner, grüß dich. Ja, genau. Das, genau. Auch ein guter Freund von mir. Ja, aber der ist leider verstorben, ne? Der ist leider verstorben, ja. Das war auch eine Kiezgröße, einer der großen Zuhälter hier auf dem Kiez. Gibt es? Leider. Gibt es diese, ja, es gibt noch hier Kalle, gibt es noch, oder wie heißt er? Kalle Schwensen? Kalle Schwensen. Ja. Die haben neulich einen Sarg hier gefunden, mitten auf dem Kiez. Ja. Really? Die haben den nicht aufbekommen. Okay, der geht schon. Können wir kurz mal einmal, können wir ganz kurz einmal piepen? Ja? Die haben den nicht aufbekommen, den Sarg. Ja. Lassen Zuhälter drin. Ich möchte gehen. Das ist der Kiez-Tour-Witz, den jeder bringt. Ich möchte gehen. Dead Joke. Kalle Schwensen, das gibt's noch, der war letztes Jahr hier bei uns in der Straße, wo unser Lost Place. Mit dem habe ich letztens telefoniert, letztes Jahr. Pass auf. Ich auch. Ich war mit ihm und Nino D'Angelo in der Bar und danach haben wir telefoniert. Ja, egal, erzähl du mal. Und zwar, du hast eben schon Electric Cowboy erwähnt, in einem anderen Kontext. Ja. Das war ich letztes Jahr bei Rocket Beans für eine Sendung, und zwar Spiele mit Schmerz. Und ich wollte eine Domina haben für die Bestrafung. Ja. Und da, wen ruft man an? Kalle Schwensen. Na, der Kalle Schwensen hat ja den Club de Sart. Ja, genau. Und ich wusste aber nicht, dass er... Wo willst du da nicht hin? Wir sind jetzt auf dem Beatles-Platz. Nö, hier eben noch zu den Beatles. Ah, ja. Ganz kurz, der Beatles-Platz ist übrigens eine Schallplatte, ne? Das hier ist eine Vinyl, eine große. Okay, das wusste niemand. Ganz ehrlich, das hat niemand gewusst. Und deshalb stehen hier die... Nein, das wusste keiner. Ja. Nein, das wusste niemand. So, aber erzähl mal von Kalle Schwensen. Nee, auf jeden Fall wusste ich nicht, wenn man auf seine Website geht, dass man direkt, wirklich ohne Unterbrechung, direkt bei ihm anruft. Ach, witzig. Man ist direkt bei Kalle Schwensen. Geil. Also, den Tipp habt ihr nicht von mir, aber macht mit der Info, was ihr wollt. Ja. Wollt ihr jetzt echt den Touri machen, euch als Beatles hinstellen? Ja. Okay, scheiße. Nee, du auch. Ach so, ich auch. Nein, stell die Kamera ab. Das muss einmal sein. Das gehört zum... Das ist Hamburg, das kennen die Leute nicht. Nee, das haben die Leute nicht gesehen. Dinge, die ich nie machen wollte. Ja. Und das ist gut. Uns dazu. Der soll leer bleiben. Wo ist James Hetfield? Wo ist James Hetfield? Hallo, auf die Position nochmal. Was denn? Ja, wo ist die Gitarre? Ich kann das nicht. Abonniert den Kanal! So, gut. Unangenehm. Weg damit. Nein, nur unangenehm, wenn es zu leicht ist. Das stimmt auch wieder. Ja, ich suche gerade nach einer witzigen Möglichkeit, ein cooles Wortspiel zu finden, was als Pointe Gringo Star hat. Komm, lass zurück hin. Ich denke noch drüber nach. Ja. Gringo Star. Habt ihr noch irgendwie... Das ist aber eigentlich Kiez, oder? Das hier, große Freiheit, ist das Herz. Sollen wir einen typischen NDR-Walk machen? Pass auf, du hältst die Kamera jetzt still und Pi und ich laufen jetzt weg. Das wäre die typische letzte Szene für eine NDR-Doku. Ja, aber ihr kommt dann wieder, ne? Ihr kommt doch wieder, oder? So richtig traurig. Aber ihr kommt doch direkt wieder, oder nicht? Ja, komm, lass zum Auto gehen, ist einfach Hammer. Einmal klippen. Metal. Ja, einmal klippen, bitte. Ja. Wer geht in die Bingo-Bar? Was ist denn die Bingo-Bar? Jetzt hat aber die Kamera halt. Ich möchte noch hier ein kleines Bild von uns machen, so ein Special-Bild. Was ist denn das? So eine 360-Bild? Ja, ich hab keinen Cent auf dem Konto, weil alles geht in Technik. Aber ist auch richtig so. Ja. Was sollte man sonst mit seinem Leben anfangen? Ich würde gerne das... Ali, kann man nicht filmen. Aber ich hätte gerne das von euch beiden nachgestellt. Ja, aber nur mit den Ausdrucken. Kann man nicht filmen. Ich hab's nur ganz kurz von der Seite. Ganz kurz nur. Aber man sieht doch keine. Warte kurz, so. Okay, dann zeig ich was Witziges. Du hast hier, pass auf, du hast einen Filter. Dann kannst du meinetwegen nochmal hingehen. Nee. Doch. Mach du das. Nein, dann ist es witzig. Okay. Und zwar, warte, ich hab's gleich. Und zwar, der hier, pass auf. Oh. Das ist ganz gut auf der Seite. Hier, das zeigt ja hier, pass auf. Ja, ist doch geil. Ja, oder? Ich mag die Sonnenbrille. Ist doch gut. Ja. Also auch ein anderes. Ja. Ist gut. Ja. Was passiert denn jetzt? Der lädt. Ja, was lädt er denn? Ja. Eine Brille. Ja, okay, kann man es wieder wegmachen? Nee, es ist jetzt immer da. Okay. Ja, nee, hier. Wow, weil du auch? Ja, hallo. Oh, okay. Ja, wow. Ja, das ist das Internet. Deswegen sage ich, man muss immer bereit sein. Für lustige Neuland. Sachen. Für lustige Sachen. Wie kann ich denn die Aufnahme starten hier? Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, was du vorhast. Ich will jetzt ein. Was möchte ich, brauche ich für uns?
Ja. Werbung. Werbung fürs Video. Warum hast du eigentlich hier unten so Analkugeln dran an? Ich weiß nicht, was weil das ist. Wir drei Leute sind und das sind drei. Wir treffen uns in der Mitte. Kann ich mitreden. Ihr seid so verrucht. Ich brauche einen Freund. Ihr seid so verrucht in dieser Stadt. Wirklich. Wir sind sex positive. Also die Älteren würden jetzt sagen, wir sind halt so richtige Rocker. Ja. Fragen wir James Hetfield nochmal. Ja, das ist aber ein guter Punkt mit. Kennst du hier wirklich viele Leute vom Sehen? Kann man das so sagen? Also ich kenne tatsächlich so gut wie jeden Obdachlosen, viele sogar beim Namen. So, die Hälfte der Namen lernst du über die Zeit, wo du hier bist, weil du auch mal ins Gespräch kommst. Und die andere Hälfte lernst du, wenn du die Penny-Reportage guckst. Ja, okay, das stimmt. Ja, das ist einfach so. Oder die ganzen David-Wache, St. Pauli. Ja. Weil du guckst, wenn ich so eine David-Wache, St. Pauli-Polizei, Spiegel-TV-Doku gucke, ich sehe die ganzen Gesichter und auf einmal weißt du, okay, die heißt Inge. Ja. Also jetzt weiß ich, okay, Inge sitzt immer vorm Casino auf dem Kiez. Sagst du halt, moin Inge. Und sagt sie, moin! Das ist wirklich wahr. Wahrscheinlich wirklich wahr. Ja, ja. Also es ist wirklich kein Witz. Ich habe mir gerade den Namen nicht ausgedacht und auch nicht die Stimme. Hammer. Und? Das ist so. Hast du... Ja, also wenn man hier... Du wirst auch nicht mehr angequatscht, ob du irgendwie ein bisschen Geld hast oder so wahrscheinlich, ne? Wenn du die Tickets siehst, die Leute... Ja, doch schon, weil die sind ja häufig auch einfach sehr betrunken oder auf anderen Suchtmitteln. Ja. Das ist teilweise, hast auch die angenehmen Erlebnisse, die man mit einigen Obdachlosen hat, sind dann teilweise, wenn die halt hart auf Crack sind, dann auf einmal nicht mehr so angenehm. Mhm. Das muss man sehr differenziert betrachten und weiß dann auch, wann man mal die Straßenseite wechselt. Ja, ja, okay. Und darf auch nicht vergessen, dass es denen viel schlechter geht als das kurze Problem, was du vielleicht hast, dass du dich gerade unangenehm berührt fühlst. Ja. Wichtiger Punkt. Die kämpfen einen ganz, ganz krass anderen Kampf. Aber natürlich, man kennt sich irgendwie so. Ja, ja. Ist interessant. Ich habe übrigens auch mir angewöhnt, in diesen Livestreams, ich gehe jetzt öfter auch rum, genauso wie wir es jetzt gerade machen. Ja. Ich finde das cool, ich finde es spannend. Total angenehm. Und das finden tatsächlich die Leute, die zugucken, oftmals auch super spannend. Interessanter als... Dein Auto wird abgeschleppt. Interessant. Ich lache noch. Komm, geh mal rüber. Auf jeden Fall interessanter, als immer vorm Bildschirm zu sitzen, Tag ein, Tag aus. Ja, also so ist nur eine Abwechslung. Und ich habe mir angewöhnt, das schaffen wir jetzt heute nicht, weil ich nicht dran gedacht habe, aber ich wollte eigentlich jedes Mal, wenn ich rausgehe, eine gute Tat tun, vermeintlich. Ja. Und das würde auch bedeuten, wenn jetzt jemand irgendwo sitzt, dürftig ist, dann würde ich ihm irgendwie einen Fünfer in die Hand drücken oder so, oder einen Zehner oder so. Ich glaube, vor Butnikowski sollte Mutti sitzen mit ihrem Rollstuhl. Ich glaube, ich sehe sie schon. Ja? Ja, sowas ist doch geil. Dann brauche ich noch ein Automat. Da bin ich jetzt nicht vorbereitet. Halt mal, ich glaube, ich habe einen Firmware. Wir gucken. Ja, weißt du, warum ich das mache? Guck mal, einen Satz möchte ich kurz mal erklären. Das mache ich nicht, um zu zeigen, guck mal, was ich für eine geile Sau bin. Das möchte ich machen, um einfach zu sensibilisieren, ey Leute, uns geht's fucking gut. Ja. So. Und man kann auch mal einen Firmware abgeben. Ja. Das ist meine Einstellung dazu. Und im Chat letztes Mal haben die Leute das auch verstanden. Ich hoffe, sie verstehen es jetzt auch. Das ist eine gute Sache. Das ist auch ein Teil, dass wenn du auf einmal Mainstream und Kommerz bist, dann kannst du auch tatsächlich anderen helfen. Ich habe zum Beispiel angefangen, meine Used Stage Outfits und Musikvideo Outfits zu verkaufen auf eBay, das Geld immer zu spenden. Und wir haben in den letzten Jahren tatsächlich in Afrika ein gesamtes kleines Waisenhaus gebaut. Was? Ein ganzes Haus. Ja. Wir waren auch sehr, sehr. Also wir haben in den letzten 6-7 Jahren haben wir 30.000 bis 40.000 Euro gespendet und du kannst dort die Baukosten sind ungefähr ein Achtel von hier. Und davon kannst du das ganze Kinderheim bauen. Wir haben ein Wahnsinn. Kinderheim, wo sogar eine Stahlplakette mit unserem Namen drauf ist. So. Wir haben davon Bilder bekommen von denen. Das so, wirklich. Ja, tolle Aktion. Und das ist einfach, weißt du, ich trage so ein Outfit einen Sommer lang auf Festivals oder für ein Musikvideo und dann geht das weg für 1.000 Euro. Hm. Und dann spendest du das, fertig. Mega. Ja, und guck mal, da sitzt Mutti. Da kannst du jetzt einen Zweier geben. Ja, ich film sie nicht, aber ich gebe ihnen einen Zweier. Aber wo ist mein Frau? Nee. Du gehst da hin? Nee, Pi hat dir doch da was. Achso, du hast was. Guck mal, genau. Ja, dann geh ich dir hin. Genau. Immer eine gute Tat. Jetzt kommt der wieder auf den Schokoriegel. Nee, hat er echt gemacht. Wir haben gerade kurz überlegt, ob du dir vielleicht doch lieber einen Schokoriegel kaufst. Ich bin da hingegangen. Geld gezeigt, eingesteckt. So habe ich es gemacht. Ey, ganz, ich gebe dir einen super Tipp, ja. Auf St. Pauli, auch an euch.
Nutten prellen. Ja. Erst bezahlen. Huren prellen. Dann ab. Genau. Bezahlen und nicht ficken. Schlimm, wenn wir im gleichen Haus aufgewachsen sind. Ne? Ja, ja. Nee, ich habe natürlich das eingesteckt. Dann macht das auch und sie hat sich sehr gefreut. Sehr sympathische Dame. Top, sehr gut. Kommt ins Auto. Ja. Okay, ach, Auto ist schon da. Auto, Endspurt. Endspurt jetzt. Mr. Crackhure. Endspurt. Ich lasse jetzt die Jacke an, weil weit fahren wir nicht mehr. Nee, jetzt machen wir noch immer kurz, einmal nochmal richtig echt, was hier abgeht. Was geht denn hier? Jetzt noch einmal das wiederholen, was wir anfangs gesagt haben. Ach, das war nur die Probe, wir müssen den ganzen Stream den ganzen Stream. Boah. Okay, geil. Also jetzt müssen wir, genau. Okay, also. Es gucken nur noch drei Leute zu. Nur noch. Das ist enttäuschend. Ey, ihr Lieben. Ja. Das nimmst du zurück. Ihr miesen Schweine. Ihr miesen. Hast du Weitwinkel nochmal? Ah, nee, will ich jetzt nicht. Komm, wir sind jetzt einmal, ich will einmal kurz, können einmal kurz so sein. Also, für die Leute, die jetzt eben zugeschaltet haben, ja, Pi und Chris von Lord of the Lost sind jetzt hier im Sprinter. Und wir haben hier heute viel Bullshit gelabert, aber auch coole Lebensweisheiten ausgetauscht. Ja. Zum Beispiel, sei kein Arschloch, ist eins davon. Und das andere ist, dass die Boys mit ihrer Band Lord of the Lost eben beim ESC-Vorentscheid mitmachen, was am 3.3., wenn ich das richtig gespeichert habe, auf der ARD live gezeigt wird oder in der ARD live gezeigt wird. Und da treten sie an mit ihrem Track Blood and Glitter von dem Nummer 1 Album, weil es nur eins gibt. Das habe ich mir auch gemerkt. Dieses eine Album steht gerade an der MS Stubnitz dort in einer Freebox. Also fahrt dahin, das wird unfassbar viel wert werden irgendwann. Ja. Zudem hat sich Chris heute geoutet und gesagt, er heißt Krogmann mit Nachnamen. Das möchte ich nochmal erwähnen. Soweit ist es. Also hier haben wir sind quasi Krogmann 2. Ja. Krogmann, aber eigentlich, kennst du den Film Nummer 5 lebt? Eigentlich ist Nummer 5 cool. Also, ja, aber Krogmann 5? Ihr müsst eure Studios auch umlegen. Studio 11 oder Studio... Egal. Also, was ich sagen will, ist Folgendes. Wenn ihr Bock habt und meine ich das ernst. Dann supportet bitte Lord of the Lost. Geht auf die Seite, geht auf eure YouTube-Channels, guckt euch Blood and Glitter an und vor allen Dingen am 3.3. ruft mal an. Genau, mal und man kann vorher eben auch noch voten irgendwann ab Ende der Woche. Da schicke ich dir nochmal einen Link. Ich sehe schon, 24.2. Genau, da schicke ich dir nochmal was und dann kannst du es vielleicht dann nochmal posten. Genau. Gerne. Also ihr könnt vorher schon online abstimmen und während der Show dann anrufen. Ganz klassisch, so richtig wie früher. Das ist allerdings eine komische Methode, ne? Dass man dann auch, aber die wollen auch Geld verdienen. Verstehe. Ja, du darfst das nicht Publikum vergessen. Nicht vergessen, wie die Demografie da ist. Die sind ja nicht alle 13 und nur noch bei TikTok tatsächlich. Genau, die Sendung kommt sehr spät, 22.20 Uhr. Aber es wird durchaus einige Muttis geben, die wach bleiben. Wählscheibe nehmen. Die nehmen ihre Wählscheibe. Ja. Und weißt du, habe ich hier falsch mit reingesteckt. Genau, das heißt, einige fragen, wo soll ich online abstimmen? Gewitter? So, und weißt du, das funktioniert dann nicht. Gewitter! Ja. Danke, dass du die Referenz nochmal gebracht hast. Du bist wirklich fucking alt. Ja. Gewitter aus Neuss gebracht, Alter. Ja, mega. Aus Neuss. Ist ein gutes Video. Da war es. Ja, genau. Und deswegen, das möchte ich noch einmal mit aller Ernsthaftigkeit sagen, weil ihr meint das ernst und ihr habt auch reelle Chancen, meiner Meinung ganz nach. Ganz kurz, habe ich dir zu viel versprochen, was die Schmuckstraße angeht? Hunde gibt es hier nämlich das auch. Ich genau. Nee, aber es ist ein geiles Bild, oder? Das ist echt ein geiles Bild. Wäre auch ein gutes Foto, ein echtes, aber müssen wir auch mit ihr sprechen. So. Nee, aber ich muss dazu ganz kurz mal was sagen. Wir haben hier die Schmuckstraße. Hier stehen die transsexuellen Prostituierten. Und ich wohne hier ganz in der Nähe. Ich wohne nicht weit weg von hier. Das heißt, ich bewege mich hier auch relativ häufig in den Straßen. Und ich hatte neulich einen Taxifahrer. Da kam das zur Sprache und da meinte er, oh, da musst du ja richtig aufpassen, gerade wenn du Familie hast und da stehen ja diese ganzen und dann hat er für transsexuelle Prostituierte hat er ein sehr unschönes Wort gewählt, was ich jetzt nicht nehme. Danke. Und da musst du ja aufpassen mit deinem Kind und so. Und meine ich so, weißt du was? Ich kenne die alle, ich kenne die beim Namen. Wenn meinem Kind irgendwas passiert und blöd angequatscht sind, sind diese Damen die ersten, die den Wichsern auf die Fresse hauen. Glaube ich. Nee, kannst du so, verstehe ich. Das muss man einfach mal so sagen. So, also aber ist das Problem nicht so oft im Leben fehlende Kommunikation? Ich glaube, wenn sich alle unterhalten werden, du haust ja auch keinen aufs Maul, den du kennst. Weißt du, was ich meine? Also wenn du dich mit Menschen auseinandersetzt und einfach mal ein Ohr hast für Stories und dich vielleicht auch minimal Empathie hast, das ist vielleicht auch die Voraussetzung. Empathie ist sowieso immer der Schlüssel. Ja, dann gibt es wenig Stress so. Das ist einfach sofort dieses komische Denken, ja? Okay, Prostituierte schon mal so, schräg und dann auch noch Wort transsexuell, das noch beides zusammen. Die müssen ja noch gewalttätig sein und am besten auch noch Kindern wehtun. Wo du denkst so, wow, es tut mir leid, dass es diese Kausalketten in einigen Gehirnen gibt und ich werde doch nicht müde, dann aufzuklären und nett zu sagen, nein. Ja, natürlich. Mach dich davon bitte mal frei.
So, und finde ich ja wichtig. Finde ich, ja, find ich auch sehr sympathisch. Auch, dass du das so offen thematisierst. Wäre auch super strange und auch stressig übrigens, wenn du in der Gegend hier leben würdest und das alles hassen würdest. Ja. Das wäre, dann würde ich auch sagen, ja gut, warum ziehst du nicht woanders hin? Das wo willst du eigentlich hin jetzt? Ich bringe dich da, bring euch dahin, wo ich euch abgeholt habe. Ah, ja, okay, cool. Ja. Du kannst uns hier einfach irgendwo rauslassen, tatsächlich. Ja? Du lässt uns an der Bushaltestelle raus und kannst einfach, weil das ist ein totaler, ja, durch diese kleinen Straßen. Ja, aber dann pass auf, dann fahre ich aber gleich links da nochmal rein. Weil, weißt du, das Schloss St. Pauli, da musst, ja, du ja, du warst ja vorhin schon, wir wohnen ja im Schloss St. Pauli. Ja, genau, natürlich. Und dann musst du ja da die Serpentinen hoch, mhm, und dann durch an dem goldenen Zaun vorbei. Wie schafft man das eigentlich immer, so kreative Texte zu schreiben, Chris? Wie geht das? KI? Ja, KI, danke schön. Ja, was ist das für ein Gefühl das heißt für euch, dass eine KI bessere Texte schreibt als ihr? Oh, sehr entspannend ist, seitdem haben wir viel mehr Zeit. Ja. Alles läuft gut. Ja. Ja, also unser Blood and Glitter Album ist reine KI, wir waren nicht mal selber im Studio. Nee. Ey, kann ich da links durch oder zum Sackgasse, weißt du das? Nee, wenn das ist eine, das ist, da darfst du nicht muss ich hier, wende lieber hier und hau dann einfach ab. Ja, okay. Alles genau. Ey, das war. Warte, ich möchte das Auto abstellen. Und dann gleich nochmal was. Ich kann nicht. Da vorne ist auch ein Wendehammer. Ja, sonst, kannst du. Da kann ich zumindest auch kurz nochmal Tschüss sagen. Mach richtig schön hinterm Schweinskin. Nee, heißt gar nicht mehr so. Heißt Reeperbande jetzt. Noch nie gehört. Okay. Hab ich noch nie gehört. Nee, okay. Ja, aber Schweinskin ist ein Restaurant, das kann meinetwegen auch gerne untergehen. Ja. Also insofern, Reeperbande. Warum nicht? Ja. So. Geil. Ja, ich stelle mich jetzt kurz. Also. Herrlich. Leute. Ja. Machst du jetzt die Atmo? Atmo. Erstmal möchte ich mich bedanken bei der GTÜ, dass die Bock haben, so eine Sache, ich mache das professionell, genau, hier halt's mal hoch, ja, dass die Bock haben, dass Boxen wir mit coolen Gästen durch die Gegend fahren, Krogis Talent Taxi, finde ich eine schöne Idee, ist doch ein gutes Format, ist doch, besser ein als, ist doch besser als ein Interview irgendwo in einem Raum, wo dir jemand dumme Fragen stellt und du hast keinen Bock zu antworten. Das ist viel so geiler. Alles klar, das reicht mal als Unterstützung. Und Leute, herzlichen Dank, dass ihr vorbeigekommen seid, Dankeschön für dieses unfassbar geile Geschenk. Ich werde es natürlich in meinem Streaming-Raum präsentieren. Das Lord of Lost Board hängt ja auch, habt ihr gesehen, ne? Also zwei. Ja, es hängt, naja, das eine. Es ist übrigens schon unser viertes Skate-Deck. Wir verkaufen als Band wirklich Skate-Decks. Also nicht das vierte, sondern das vierte Modell. Ah, okay. Das ist, auch das kannst du so kaufen, ja? Ja, ja, das ist Merch. Hammer. Ja. Ja. Wir haben doch nicht für dich extra was erstellt. Ja, dachte ich aber. Ja. Nee. Aber hätte ich mir schon 1000. Ehrlich gesagt, ich wusste nicht. Also, gut, du hast irgendwas vom Merch, wenn ich wusste gar nicht, was das ist bislang. Ja, ja. Das sind Sachen, die man kaufen kann. Ja, ja, genau. Ja, okay. Oh, du hast gerade den Chat gehauen. Gibt es eine Seite, wo man sowas nachvollziehen kann? Lord-shop.de. Guck, siehst du, der Mann hat's verstanden. Und wir haben sogar Briefbeschwerer. Ja? Ah ja, hab ich das habe ich zufällig in einer Story mal gesehen. Ja. Merch für Arschlöcher. Merch für Arschlöcher. Das ist ähnlich wie deine Tripod-Liebes. Müssen die selber rausfinden. Ja. Wie kann man euch jetzt am besten unterstützen? Man wartet darauf, dass dieser Vorentscheid online kommt. Genau, dass man wartet auf den 24.02. Okay. Dann kann man online abstimmen und am 3.03. in der Show anrufen. Alles klar. Da kann man auch mehrmals anrufen? Ist das so eine Nummer? Oder ja, ich darf nicht genau sagen, wie viel. Diese Infos sind noch nicht draußen. Man kann mehrfach anrufen. Ja. Das wird alles am 24.02. Weil, wenn es nicht so wäre, wäre es auch geil, das zu wissen, bevor man jedes Mal 50 Cent ausgibt für nichts. Genau, es ist wesentlich günstiger als das. 48. Aber und ganz wichtig, falls jemand aus dem Ausland zuschaut, es geht nur aus Deutschland. Das ist natürlich geoblockt, weil es ist ja der deutsche Vorentscheid. Gibt es Telefon-VPN? Ah, nee, das geht nicht, weil diese VPN-Networks sind ja irgendwo sonst wo. Okay, das heißt, schade, das geht schon. Ja. Auch gar nicht versuchen zu betrügen, das leiden wir unterm Strich vielleicht drunter. Ja. Habt ihr gehört. Ja, ja, viel Erfolg weiter mit dem Album. Glückwunsch Dankeschön. Zum ersten Platz natürlich, kann man nochmal sagen. Ja. Und ja, mehr habe ich gar nicht zu sagen, ehrlich gesagt. Ja. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Kommst du die Tage nochmal ins Studio bei mir oder was? Ich komme nochmal, wir spielen nochmal zusammen einen Song. Ja. Und ich würde dir vorschlagen, du machst das ganz gut, mach doch mal vielleicht das beruflich. Das ist anstrengend, weißt du? Also, keine Ahnung, ich, so kielmäßig, weißt du? Ja, komm her. Tschüss, alles Liebe. Ich will jetzt rüber. Alles Liebe, ey. Tschüssi. Ja? Danke. Ich lasse euch jetzt hier raus. Geil. Wir machen jetzt kein schlechtes Ende. Also. Ihr geht einfach raus und. Bye, bye, bye. Chris und P von Lord of Lost. Bye, bye, bye. War es nicht ein Boygroup-Song? Ja. Bye, bye, bye. NSYNC? Ja, stimmt. Ja. Stimmt. Bei den 90ern kenne ich mich aus. Guilty Pleasure. Ja, weiß Bescheid. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüssi. Du musst den einmal ziehen, zu dir ziehen. Was? Einmal den Griff zu dir ziehen. Ja, und jetzt. Ah. Tschüss. Tschüss, danke. Ach, cool. Ey, Leute, hat Spaß gemacht? Schon, oder? Gute Leute, ey. Chris und Pi, gute Leute. Jetzt machen wir nochmal ganz kurz Feedback. Feedback-Runde, richtig geil. Ey, mir macht das unfassbar viel Spaß, mit Menschen mich zu unterhalten und ein bisschen durch Hamburg zu fahren. Und
die beiden sind halt cool drauf. Ich hoffe, ihr habt es gemerkt. Die haben einfach einen guten Humor. Und dementsprechend wünsche ich den beiden ganz viel Erfolg. Ja? Ganz viel Erfolg. Coole Aktion. Ich konnte leider nicht viel auf den Chat gucken, weil ich unterwegs war, mit Autofahren beschäftigt war. Und trotzdem wird dieses Video aber auch noch für die Leute, also die Info gebe ich euch noch, dieses Video wird auch noch auf YouTube gestellt und dann könnt ihr euch das Video nochmal im Nachgang angucken und es würde mich sehr freuen, wenn ihr da auch noch kommentieren könntet und irgendwie liken könntet, damit der Algorithmus zufrieden ist. Ja, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr geil. Gerade wird auch schon von Caro, danke Caro, mein YouTube-Channel gepostet. Geht da gern mal drauf, das Video wird heute Abend online sein und dann teilen wir das auch noch über die anderen Social-Media-Kanäle. Und dann können da auch noch andere Leute drauf gucken. Einfach mal ein anderer Einblick von den Jungs. Ja? Gute und sympathische Aussagen. Hammer. Vielen Dank. Und jetzt nochmal ganz ehrlich, danke GTÜ, dass wir es machen. Und wenn ihr ein Auto habt und ihr müsst zur HU oder AU, dann geht zu GTÜ. Das ist mein Tipp, weil die unterstützen sowas. Ist auf jeden Fall geil. Leute, ich hoffe, ihr seid zufrieden, wenn ich euch jetzt raide. Wen können wir raiden? Habt ihr Ideen, wo ich euch hinschicken könnte? Ich muss nämlich jetzt direkt weiter zu Rocket Beans. Hab dort jetzt quasi echte Arbeit. Ist die Platte noch da? Geh gucken. Ich hoffe, dass die Person, die die Platte bekommt von der MS Stubnitz, dass die Person das teilt im Internet. Würde mich sehr interessieren. Ja? Das wird wohl gehen. Habt ihr Wünsche zum Raiden? Danke, Kobi. Lottel Sister, gerne. Also ich slide jetzt zu Markus BMR rüber. Amst. Wer ist Markus BNR? BMR. Können wir da alle hin? Wir können alle rüber sliden. Ich muss mal wieder arbeiten. Ja, ich muss auch arbeiten. Wir müssen alle jetzt arbeiten. Markus BMR. Wollen wir es machen? Ich weiß nicht, was er macht. Das ist so. Da ist so Game Dev am Start. Ey, wenn es keine anderen Vorschläge gibt, wo wir hin raiden, dann machen wir das. Sieht gut aus. Caro, kannst du das übernehmen? Kannst du den Raid starten, Caro? Petty Line hat frei heute. Super cool. Mach ich. Tipptopp. Gut, dann starte gerne den Raid. Dann dauert es ja noch ein paar Sekündchen, bis ihr alle drüber geslidet seid. Und von mir gibt es einmal nur ein Danke. Schön, dass ihr dabei wart und wir sehen uns morgen Abend. Morgen Abend wird getrommelt. Morgen Abend bei mir im Stream trommel ich wieder. Ab 19 Uhr circa. So kann losgehen. Alles klar. Tschüss, ihr Lieben. Danke. Herzchen.